Einen schönen guten Abend, Christian. Einen schönen guten Abend, Richard. Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Schönen guten Jo. Abend. Guten Frohes Abend. Neues übrigens. Frohes und gesundes Neues. Ja. Ah, ja, stimmt. Frohes neues Jahr. Euch auch. Das letzte Mal war es ja um Weihnachten rum. Ist schon wieder so viel passiert wie sonst in einem ganzen Jahr. Haben wir gesagt, wir setzen uns nochmal zusammen und reden mal ein bisschen über unsere Schwerpunktthemen. Die laufen ja immer über alles, was mit Prophetie zusammenhängt und alles, was mit der Phönix-Hypothese zusammenhängt. Weltverfolgung in Richtung Totalkollaps verbindet beide, würde ich sagen. Und wir gucken einfach mal wieder drauf. Ja, Ja, schön. auf jeden Fall transformativ. Ja. Ja, transformierend ist es immer, ne, wenn's knallt. Oder? Ja, das klingt auf jeden Fall neutraler. Und wie Richard ja immer oft zu betonen sagt, ist Transformation ist ja notwendig, um sozusagen die etwas, wenn nicht etwas, eigentlich recht positiv umschriebene Welt danach zu erreichen. Ja, also wenn ich mir durchlese, wie kriegstüchtig wir sein sollen, ich glaube, jetzt war das auch in England so, man überlegt öffentlich, wie man die Menschen an die Waffen bekommt. Allmählich macht sich mir gar so viel Spaß. Ja, vielleicht ist es danach, wenn es denn so kommen soll, wirklich besser. Puh. Ich bin bei den Themen immer hin und her gerissen. Du hörst ja jetzt überall aus Europa Kriegsgetrommel. In Schweden kriegen die Leute erzählt, macht euch fertig für den Krieg. In Polen sowieso, die waren ja schon 100 Meter voraus. Jetzt in England, wie du sagst. Und ich bin immer hin und her gerissen, haben wir es damit zu tun, dass wir in einem neuen 1939 Vorlauf sind, quasi, ne? So ein Geschmäckle hat es ja auch so von der ganzen Konstellation. Oder erleben wir Panikmanagement? Das würde ich gern mit euch anhand von einigen Folien heute auch zumindest besprechen. Auflösen werden wir es wahrscheinlich nicht können, aber die Perspektiven darauf zeigen, ja. Also Panikmanagement wie Island ist demnächst vom Vulkan dann verschluckt, ja. Wir haben Hochwasser, wir haben Winterhitze, wir haben Eiseskälte. Es ist ja immer Panik, immer. Gibt ja kein Normal mehr, ja. Ja, plus dann die alternativen Sichtweisen. Ich habe ein Beispiel mit. Ich hoffe, es klappt auch jetzt dann. Ist immer schön, wenn man mit dem Wetter anfängt. Ja, der Fokus, der titelte jetzt. Also holt schon mal die Badehosen raus, ne? Richard und Christian. Winterliche Hitzewelle kommt auf Deutschland zu. Ist ja schon. Ah, eine Hitzewelle im Winter, ich weiß nicht. Es hieß dann sogar auch einmal ein bisschen anders zuerst. Winterhitze wurde es wohl offenbar genannt. Ja, ich habe das aus einem alternativen Kanal geholt. Ihr seht das rechts. Bei Fokus, wenn das echt ist, weiß man ja nicht. Wenn du heute versuchst, unter dem Stichwort Fokus und Winterhitze etwas zu bekommen, triffst du hier unten rechts auf dieses Ding. Seite kann nicht angezeigt werden. Sieht also ganz so aus, als habe man dieses Wort Winterhitze dann tatsächlich entfernt, ja. So wie der Schnee wird ja jetzt auch wärmer und sowas. Irgendwo gibt es ja auch eine Lächerlichkeitsgrenze. Also ich vermute, man hat das hier rausgenommen. Zumal der Express ja da auch schreibt, das Web lacht über die Winterhitze. Aber das ist das. Überall ist immer Panik, ja. Jetzt aber mal, wir kommen ja alle aus drei verschiedenen Regionen. Wie habt ihr das Jahr bisher wahrgenommen? So vom rückblickend auf die Winter davor. Eigentlich ganz normal. Ich meine, in Süddeutschland, also sprich Oberbayern, kühl bis kalt, Richtung Berge hat es Schnee, dann wieder ein paar warme Tage, dann wieder kalt. Ganz normal. Eigentlich sogar eher kühler als im Jahr zuvor, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Es sind jetzt schon etwa 3 Wochen schöne, knackige Kälte gewesen. Fand ich auch. Ich fand es sehr, sehr ruhig jetzt. Also der Schnee, der dämpft ja auch immer die Geräusche. Wir hatten es sehr lange, sehr beständig kalt und damit so ein vom Einfühlen her einfach schönes, ruhiges Winterwetter, ja. Hätte ich jetzt keine Nachrichten gehabt, hätte ich das so einfach aufgenommen, ja.
Naja, und damit eigentlich stellt sich wieder die Frage, es gibt ja dieses bekannte Zitat von Irlmeier, nicht? Also im Winter, wenn die Mücken tanzen, also die Wintermücken, die gehen so bei 0 Grad los und tanzen die so ein bisschen in der Sonne vielleicht. Das soll so warm sein, dann im Februar sehr, sehr kalt und im März dann so warm, dass man den Hafer schon anbauen könnte. Also ich glaube, das wäre dieses Jahr nicht der Fall. Also ich Also hatte früher mal so eine alte, ich sag mal, Beobachtungsliste von den Prophezeiungen her, wir sind im Jahr 2004 oder sowas, habe ich mit ja. einem damaligen Freund immer, habe ich immer gewettet, sag schnell, die Russen kommen nicht. Zum Glück haben wir das getan. Das zeigt mir mal, wie lange dieses Ding schon so rumspukt. Du weißt ja, ich bin eher immer skeptisch, dass Erlmeyer noch kommt. Aber ich finde es gut, wenn du so redest. Und da war einer der Punkte, war auch immer, so in etwa im Februar oder März stehen die Kühe schon auf der Weide und grasen. Ja, da gibt es ein paar Zitate. Das kann man ja auch wunderbar sehen. Das, was du ja meinst mit den Kühen, die am Grase weiden, das könnte zum Beispiel Heinrich Kappelmann gewesen sein vor 200 Jahren. Und ein anderer, der, ich glaube, das war der Wessel Dietrich Eilert, das finde ich eigentlich noch interessanter. Der hat gesagt, die Kühe stehen in vollem Grase und weiden. Alles redet zwar von Frieden, aber man glaubt nicht daran. Also es ist ein Friedensgeraune, aber keiner glaubt wirklich an diesen Frieden. Also ist das ein völliger Widerspruch zwischen der schönen Natur und diesem bäuerlich-idyllischen Bild der weidenden Kühe und andererseits dieses irgendwie sich andeutende Kriegsszenario. Es gibt ein paar Seher, die das offensichtlich so erkannt haben. Das passt ja ganz gut auf die derzeitigen Ankündigungen, muss man sagen. Ja. Ja, also wir haben ständig mehr Konfliktherde, also damit auch Schaltknöpfe für einen möglichen Auslöser für ein Weltengeschehen. Wir haben das ständige Reden nach Frieden, währenddessen es Ja. weiter eskaliert. Und wir haben, ja, jetzt zumindest, gut, jetzt sind wir natürlich auch sehr wir haben jetzt diese Wärmewelle, die da auf uns zukommt. Ja, ich meine, es müssen ja alles Mögliche an Ereignissen, an Vorereignissen eintreten. Das mit dem Wetter ist auch ein Blick in die Glaskugel. Das müsste sich ja wirklich deutlichst bestätigen. Und dann ist es ja auch lokal begrenzt. Also ein Seher wie der Irlmeier guckt seine Heimat sich an. Ein Kappelmann oder Eilert, deren Heimat, also Nordrhein-Westfalen. Es ist ein Blick in die Glaskugel. Im Grunde genommen ist das ziemlich relativ. Da sind die anderen Vorereignisse viel wichtiger, also Gaza vor allem, die Wirtschaft, das Wetter, Was eher sagte außen vor lassen. dieser Gabler über die Wirtschaft? Der Gabler? Ich glaube, du hast Gabler gesagt. Kappelmann. Ach so, Nee, Kappler. ach so, nee, das war nur ein ziemlich unbekannter Mensch aus Westfalen. Meinst du insgesamt die gesamte Sichtweise? Ich hatte eben den Eindruck, du sagst, das Wetter ist eher sekundär für Ja. die Prophetieabfolge, sondern die anderen Vorereignisse, wie die Wirtschaft, hatte ich jetzt verstanden, Ja. seien bedeutsamer. Absolut, weil daraus sich eine Menge ergibt. Also sprich Widerstände und Aufstände. Ein Gesamtkrisenszenario für Europa mit einem brennenden Paris, da die ganzen Unruhen in Rom, auch im Vatikan, gar eine Flucht des Papstes. Das ergibt sich eigentlich also logischerweise ergibt sich das ja aus diesem Wirtschaftschaos, das dermaßen brennt, dass die Strukturen drumherum auseinanderfallen müssen. Sodass es ja sogar nicht nur eigentlich Aufstände geben muss zwischen Ausländern und Deutschen etwa, sondern auch der Ausländer untereinander, gerade Clans untereinander, meinetwegen in Berlin oder so. Also das ist das eigentliche wichtige, sichtbare Vorzeichen. Rein jetzt von den menschlichen Systemen her gedacht, also der Wirtschaft. Das mit dem Wetter ist fast schon Okay. unwichtig. Ja, auch wenn ich sonst da eher immer ein bisschen skeptischer bin, muss ich auch sagen, das passt doch sehr schön. Ich meine, Paris brannte schon. Siehe Notre Dame, siehe die Aufstände, ich glaube, ich habe sowas im Ohr, ich bin hier nicht Prophezeiungsexperte, aber ich habe sowas im Ohr von die eigenen Leute stecken es an, ja. Ja, Ich weiß da gibt genau es diese auf die ganzen. Revolten, die wir hatten. Und Ja. auch diese Situation, dass Europa momentan ja auch durch EU und NATO und durch diese Zentralsteuerung eher gesammelt in den Krieg oder in den Untergang zieht. Weil du eben von Europa gesamt gesprochen hast, ja.
Passt ja tatsächlich auch, ja. Das stimmt, das stimmt. Also es geht da eigentlich um Europa gesamt. Wir sind so weit, dass tatsächlich alle Länder trommeln. Das stimmt. Das ist schon phänomenal, dass man das jetzt beobachten kann. Es gibt Nachrichten aus England, es gibt den Herrn Pistorius. Der NATO-General, nee, der wichtigste norwegische General hat genau das Gleiche jetzt gesagt. In Finnland wurde russischsprachiger Unterricht verboten. Es ist wirklich überall so. Und die Polen sind auch vorne an der Front. Tusk hat gesagt, es sei das Wichtigste, die Ukraine zu unterstützen. Davor hat die Peace-Partei gesagt, nein, nein, wir hören auf damit. Das ist tatsächlich EU-weit, EU-zentral gesteuert, so wirkt es. Ja, tut's. Ich hatte bei mir jetzt auch mal geschaut, was ich so an Vorzeichen immer schon seit einigen Jahren ja auch schon sammle. Möchte ich auch mal einblenden. Da gibt es auch eine ganze Menge. Ob das jetzt Steiner ist, unsere Runden oder ja, was eigentlich so ein bisschen zentral ist, der Untergang der Costa Concordia damals. Den fand ich sehr, sehr signifikant in seiner Bedeutung, in seiner Symbolik. Das wäre wirklich schon eine eigene Sendung wieder. Das hat genau gepasst, dass man quasi gesagt hat, Europa wird als Schiff symbolisiert und geht unter. Ja, wird von uns havariert. Ja. Und wenn du jetzt guckst, ich meine, ich habe den Vortrag erst mal 2012 gehalten, aber wenn du jetzt 11 Jahre später guckst, gleicht Europas Zustand dem der havarierten Costa Concordia, also die Küste der Einheit, ja, ist ja auch symbolisch für die Landmasse Europas. Es ist steuerungs- und träge liegt es da, vollgelaufen, ja, und ist nicht mehr zu fahren, sauber. Also ich finde, es ist ein super, super Symbolbild, ja, was damals da geankert wurde, ja. Ja, vor allem, weil auch klar ist, dass das alles fingiert war, ja, und dass die Aufklärungsarbeiten da massiv torpediert wurden. Ja, ist ja bis heute so. Wie war das nochmal mit dieser Costa Concordia? Also, ich erinnere mich nur noch an diesen dann verurteilten Kapitän und dass es dann, glaube ich, vor der italienischen oder sardinischen Küste lag, dieses Schiff, und es war das Versagen des Kapitäns. Mehr weiß ich da gar nicht mehr. Was war das denn? Genau. Also 2012 sind die von ihrem Kurs abgewichen, um vor der Insel Giglio ein dort wohl pensioniertes Bordmitglied zu grüßen. Ja, sind von ihrer Route abgewichen und sind dann an dieser Insel angeschrappt unter Wasser. Also wirklich auch Gleichnisse, die habe ich alle rausgearbeitet im Vortrag. Gleichnisse im Ablauf auch zur Titanic. Ja. Also da war es ein Eisberg, der unter Wasser abschrappte. Hier war es jetzt dann ein Fels. Ja. Die Titanic, die im Vorlauf zum Ersten Weltkrieg war. Und das Mutmaßen hier soll es zumindest symbolisieren, den Vorlauf dann wieder einmal zu einem neuen Währungsreset, der ja auch geplant ist, und zu einem Weltkrieg. Man muss dazu sagen, damals, 1912, als die Titanic sank, hat man ja dann, ich glaube, im Dezember in Amerika die Währung neu aufgesetzt, ne, beziehungsweise die Fed Ja, gegründet. Ja. es lief über die Weihnachtspause. Also gibt es unheimlich viele Parallelen. Aber wie gesagt, das habe ich tatsächlich im Vortrag rausgearbeitet. Ich habe mittlerweile auch wieder neue Sachen gesammelt, die ich da einarbeite. Die Decks entsprechen den Mitgliedstaaten. An dem Tag, als sie havarierte, als sie runterkippte, umkippte, wurden von den Ratingagenturen in Amerika, ich glaube, 6, 7 Länder downgeradet in Europa, auch ein zugeordneter symbolischer wirtschaftlicher Akt dann, ne? Ihr Rating ging herunter und, und. Was spricht denn wirklich dafür, dass das also absichtlich geschah? Weil bisher klingt es, kann ja passieren. Man schrappt aus Blödheit an so einen Felsen dran. Ich möchte sagen, die Summe der passenden Indizien. Kein einziges Indiz, wie wenn ich jetzt zu dir sage, die Decks heißen alle nach den europäischen Namen oder der Name ist Programm Costa Concordia oder, da gibt es unheimlich viel mehr. Oder dass auf der Insel Giglio nachher die Maßnahmen, man muss es im Gesamten sehen. Es ist die Fülle der Indizien, wo man irgendwann sagt, ist unwahrscheinlich, dass es ein Zufall war.
Ja. Interessant. Ich sehe auch gerade, du hast das Illuminati-Kartenspiel Ja. dir schon genauer angeguckt. Das ist auch ein ja, Thema, was mir sehr, sehr nahe liegt. Ich habe da mal eine Artikelserie zugemacht und nur die gröbsten Teile eigentlich da nur rausgearbeitet. Ja, angefangen eben bei Pentagon und Terrorist Bomb hieß das, glaube ich, das mit den World Trade Centern drauf. Also wenn zum Thema Vorausschau oder Präkognition, ja, also da ist das Spiel ganz weit da vorne. Ja, das wurde ja in den 90er Jahren, glaube ich, so Genau. rausgebracht und was da alles drin steckt und natürlich CDC und Pandemie oder ich glaube, die Karte heißt Epidemic, ja. Super, super spannend, wie viel da eigentlich verbaut wurde von dem, was in den letzten Jahren alles rausgekommen ist. Und Spontane Idee, Christian, dann lass uns dazu doch mal eine vertiefende Sendung machen. ja, das können wir gerne mal durchgehen. Da habe ich auch auf meiner Webseite die ganzen Karten schon grafisch zurechtgemacht. Ja. Das können wir durchaus nochmal, das Thema nochmal als Grund. In den Grundzügen, ja, wo man wirklich sehen kann, okay, das ist im Grunde genommen genau das Gleiche wie mit Irrmeier. Dass man sagt, okay, Irrmeier hat dann und dann das und das und das gesagt und das sind hier die historischen Fakten, so wie wir das jetzt selber wahrgenommen haben. Ja, und genauso kannst du die Karten angucken, gut, die sind jetzt nicht ganz so alt, aber was da grafisch und was da inhaltlich auf den Karten, wie das wirklich wie die Faust aufs Auge passt zu gewissen Tendenzen, die da vorhergesehen wurden, das geht in die Richtung Präkognition, ja. Wenn Wenn man ich es nicht richtig, davon, Entschuldigung. ja, wenn man nicht davon ausgeht, ich meine, klar, dass dieselbe Kritik, sagen wir mal, aus den Kreisen der kartesianischen Weltsicht, ja, wo es nur eine linear ablaufende, kausale Zeit gibt, ja. Also wo, sagen wir mal, diese Phänomene dass jemand über den Zeithorizont hinwegschauen kann, das ist ja mit einem rein vierdimensionalen einsteinschen Paradigma schwer zu erklären. Ja, man kann das höchstens als Phänomen hinnehmen und wenn man dann versucht, das, sagen wir mal, materialistisch zu erklären, dann kommen die meisten Menschen natürlich nur auf die, sagen wir mal, naheliegende These, dass die Leute, die dieses Kartenspiel gemacht haben, oder nennen wir es, oder die verschiedenen anderen Dinge, die, sagen wir mal, präkognitiv in Hollywood-Filmen und so weiter drinne sind. Zum Beispiel fällt mir spontan ein, das krasseste Beispiel, was ich finde, ist Zurück in die Zukunft, der Film mit Marty McFly, kennt ihr sicherlich auch, und wie da 9/11 drin verbaut ist. Das ist, wenn man es einmal sieht, dann ist der ganze Film, eigentlich geht es da nur um 9/11. Ja, in allen möglichen Varianten. Und wie das da reinkodiert wurde, da geht man natürlich in einer kausal, linear, materialistischen Sichtweise, da kann man natürlich nur zu dem einzigen Schluss kommen und sagen, okay, wer immer diese Filme in Auftrag gegeben hat oder wer immer da seine Finger im Spiel hatte, das Drehbuch zu schreiben oder wer auch immer diese Karten in Auftrag und malen lassen hat, der wusste bereits, was der Plan ist. Das ist denn die, ja, und das ist diesen Vorwurf habe ich auch in Bezug auf die europäischen Seher ganz oft gehört, obwohl das ja teilweise schwer zu argumentieren ist, dass die da lehren. Schon irgendwann ist jetzt jemand, okay, der ist jetzt in der Neuzeit eher zu verorten als gewisse andere Seher, die 200, 300 Jahre zurückliegen. Und dass da der Plan schon so konkret gefasst war. Ja, aber wie gesagt, das ist immer abhängig davon, welches Weltbild man hat. Ob man jetzt in einem sehr materialistischen Weltbild lebt, in dem ja linear, Zeit immer linear, kausal in eine Richtung geht und das Phänomen, dass man da über den Zeithorizont hinwegschaut, nicht erklärbar ist und dementsprechend auch nicht ernst genommen werden kann. Wenn man dann aber gleichzeitig die Indizien sieht,
Dann kann man eigentlich, den einzige logische Erklärmodell ist dann für die meisten Leute dann einfach zu sagen, okay, der Plan ist schon uralt, der war schon 300, 400 Jahren hier fast. Ja, und deswegen konnte man den im Vorfeld schon so gut skizzieren, und die Prophezeiungen sind letztendlich etwas, was man letztendlich irgendwie in den allgemeinen, generellen gesellschaftlichen Kontext hat einfließen lassen. Ich untersuche diese Sachen auch unter anderem seit mehr als 10 Jahren, ja, eher 20. Und bin wirklich hin und her gerissen. Was meine ich? Also einerseits hast du auch jetzt in der Popkultur Prophetisches, Illuminati-Kartenspiel, Simpsons, Folgen, Kinos, Kinofilme. Würde ich auch gerne, unheimlich gerne mal eine Schwerpunktsendung mit euch machen. Fände ich total spannend, das Thema. Ja. Und dann ist, genau wie du sagst, Christian, dann ist die Frage im Raum Vorwissen, alte Pläne. Kann man natürlich sagen, was man vorhat, Economist-Cover, ja, kann man natürlich sagen, was man vorhat und muss das vielleicht sogar aus Karma-Gründen und so weiter. Gibt es ganz viele Sichtweisen. Auf der anderen Seite, das Thema wäre so gesehen noch ziemlich leicht, denn diese Pläne, wie du auch sagst, Christian, sind sehr alt. Und dann gibt es eben ein paar, die haben die Rolle des Ausplauderers, könnte man meinen. Es könnte so einfach sein, wenn nicht ich über das Thema der Synchronizitäten gestoßen wäre. Und dann fällt mir ein, dass ich da auch nochmal eine Sendung unbedingt machen muss. Da habe ich auch ein Buch extra geschrieben, Alltägliche Wunder, das Grüne. Wo ich und jetzt Achtung, jetzt kommt ein wichtiger Gedanke, wo ich mich im Grunde noch nicht entschieden habe, nicht entscheiden kann, wo ich gemerkt habe, es gibt so etwas wohl wie ein Naturgesetz neben Kausalität, neben Logik, neben Ereignisabfolgen, dass Gleiches angezogen wird. Triviales Hermetische Regel. Beispiel, bitte? Ist in dem Sinne auch ein metaphysisches Gesetz in den hermetischen Regeln. Genau. Also wenn du die hermetischen Regeln auf Ereignisse, danke, also ich fühle mich verstanden, danke, wenn du jetzt einen Synchronitätsgedanken, ja, auf Ereignisse ausweitest, die im Weltgeschehen stattfinden, ziemlich irre. Wir haben einen Kammerer, der hat Serienforschung schon gemacht, vor 100 Jahren. Beispiel die Flugausfälle. Bringen wir es auf den Punkt, bevor ich zu sehr schwurbel. Die Flugausfälle des deutschen Flugdienstes von den Politikern. Ist es mittlerweile ein seriales Ereignis, wo sich eine Serie selbst bekräftigt, wo es ein Naturgesetz ist, dass wenn ein Ereignis einmal in Erscheinung tritt, die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass es ein zweites Mal passiert? Und wenn es das zweite Mal passiert, ist die Ereignisabfolge in Potenz höher, dass es ein drittes Mal passieren kann. Dann wären die Flugausfälle der Politiker ja, beinahe ein Naturgesetz. Gibt es auch einen Haufen deutscher Sprichwörter so dazu, die das auch skizzieren? Oder aber haben wir es im Hintergrund ganz trivial damit zu tun, dass da einer dreht? Ja? Dass da einer dreht. Ist die Welt logisch oder symbolisch? Ist Notre Dame ein Wahrzeichen? Brennt Notre Dame, weil es ein Wahrzeichen ist für die Kirche in Europa, die demnächst dann wegen mir von den Muslimen abgesetzt würde, ja, auf der Bühne, oder brennt sie trivial, weil irgendein religiöser Fanatiker kausal das Feuer gelegt hat, ja? Ja, ist ja auch etwas, was sozusagen präkognitiv auch schon vorhergesagt wurde in diesem berühmten iPad Go 2. Ja, diesen berühmten Animationsfilm, der super kryptisch war, wo auch selbst der Macher selber gesagt hatte, ich weiß gar nicht, was mich da alles inspiriert hatte. Aber da ist so viel Tiefe und Symbolik drin. Und das ist auch der Punkt. Also da du das gerade schon ansprichst, ja, auch diese Rhythmik, das ist ja ein anderes Gesetz, ein hermetisches Gesetz der Rhythmik. Ja, also Rhythmus, dass alles einen Rhythmus hat. Und dass diese Muster, diese archetypischen Muster einfach auch nach einem gewissen rhythmischen Muster auftauchen müssen. Ja, und ja, also die Antwort auf das Ganze ist immer eine holistische.
So, und natürlich auch jetzt aus dem Hintergrund meines aktuellen Buches, da geht es ja auch um Synchronizitäten. Ja. Also die Hauptthese ist letztendlich, also das letzte Buch war letztendlich, jetzt weiche ich noch ein bisschen vom Thema ab, Nee, aber gar nicht, das mach. ist ja das Organische. Also die Phönix-Hypothese war letztendlich immer noch eine materialistische Hypothese, die besagt, so wie ich das wahrnehme, dass man das, was auf der Weltbühne kollektiv passiert, dass man das nicht oder dass man verstehen kann, dass da vielleicht ein übergeordnetes System hintersteckt, wenn man die Prophetien und eben auch die in den Prophetien verankerte Kataklysmus oder diese transformativen Naturgewalten, die dort beschrieben werden, wenn man das mit in das Ganze einen größeren Kontext mit reinnimmt. Das neue Buch ist letztendlich, also das alte Buch war immer noch auf einer sehr materialistischen Ebene, auf einer rein rationalen Erklärdenkweise. Ja. Und das neue Buch geht eben noch einen Schritt weiter und das sagt, man wird nicht verstehen, was auf der kollektiven Bühne versteht, wenn man nicht in Betracht zieht, dass diese Realität nicht so physisch ist, wie sie scheint. Sondern dass es da gewisse metaphysische, ja, jetzt würde man das wieder als esoterisches Geschwurbel sehen, aber ich habe wirklich angefangen, das Buch zu schreiben, eben was sind die klassischen Modelle, ja, von den vedischen Vorstellungen der Maya, also dieser kosmischen Illusion, bis eben auch die Aborigines, Dreamtime und so weiter, wie hat das Plato gesehen, bis hin eben in die ganzen Anomalien, die wir in der Wissenschaft sehen, ja, Welle-Teilchen-Dualität bis dieser, wie Einstein es nannte, spukhaften Fernwirkung, also diese Quantenverschränkung. Ja, wie das kann man ja alles nicht in einem materiellen, rein materiellen Paradigma erklären, genauso wie man Präkognition nicht in einem rein vierdimensionalen Realitätsmodell sozusagen erklären kann. Und die einzige für mich nachvollziehbare Vorstellung ist, dass wir in so einer Art virtuellen Konstrukt drin sind, dass Realität oder zumindest das, was wir als virtuelles Konstrukt kennen, also sagen wir mal eine Computersimulation, am naheliegendsten das beschreibt, was Realität ist. So, und da sind eben diese ganzen Phänomene eben auch, die man persönlich erfahren kann, wie Synchronizität. Ja, und da habe ich auch wirklich aufgeschrieben, was war meine erste große Synchronizität. Vorher kannte ich das schon, komische Zufälle, die passieren. Aber wirklich eine Synchronizität, wo du das Gefühl hast, dass sich das gesamte Universum also für dich oder hinter deinem Rücken konspiriert. Ja, um gewisse Umstände und gleichzeitig laufende bedeutungsvolle Zufälle zu kreieren. Ja, wo du sagst, das ist jenseits irgendeiner mathematischen, und da stecke ich natürlich voll drinne. Und das ist ja nur eins aus einer langen Reihe von Phänomenen, die man persönlich erfahren kann, die letztendlich darauf hindeuten, dass Realität doch wesentlich komplexer ist als einfach nur so eine physische Bühne, die wir hier wahrnehmen, zumindest in unserer Alltagserfahrung. Aber da ist mehr. Das wäre ja auch sehr banal, wenn die Realität sich darauf verschränken würde, auf Leberwurst und Sauerkraut. Also sehr linear. Mir fällt dazu ein, es gibt umso mehr Vorhersagen, je näher wir in die Gegenwart kommen. Also das, was wir momentan an Vorhersagen haben für die jetzige Zeit, ist vor allem geäußert worden im Laufe der letzten 200 Jahre. Also man kann es fast exponentiell nennen. Das schönste Beispiel ist, oder ein sehr populäres Beispiel eigentlich ist jenes vom Irrmeier, wie er sagt, er sieht es, diesen Mord an diesem Hochgestellten, wohl dem US-Präsidenten, besser, weil es näher gekommen sei. Also ein kleiner Mann, ein schwarzer Mann und ein blonder, hellhäutiger Mann. 1959 geäußert, kurz vor seinem Tod. Und das heißt doch weiter eigentlich, wenn man das vor 1000 Jahren eher nicht sah oder nicht so genau geäußert hat, vielleicht waren es auch sehr viel mehr Menschen, die es gesehen haben, wir wissen es nicht so richtig. Aber Fakt ist, die Aussagen, die wir schriftlich inzwischen haben, das ist aus den letzten 200 Jahren. Und wenn ich jetzt so rede, denke ich mir allerdings, na ja, es könnte wirklich sein, dass vielleicht in früherer Zeit es viel mehr möglich war, diesen Zeitfluss zu beobachten. Es ist bloß nicht notiert worden. Das könnte auch sein.
Also insofern muss ich das schon wieder ein bisschen in Frage stellen. Ich find's total spannend, was du da gesagt hast, weil eigentlich im Grunde genommen ging es ja dann jetzt darum, irgendwie aufzuzeigen, dass etwas kollektiv kreiert wird. Zum Beispiel dieses Kriegsgeheul, was mehr und mehr in den Medien zunimmt. Das bewirkt ein Gedankenfeld, eine Kraft, die in diese Richtung geht. Das provoziert auch wieder Synchronizitäten. Plötzlich kommt der Nächste auf den Gedanken und dort kommt einer auf den Gedanken und der nächste Medienmensch macht das und bringt das wieder an in einem Interview. Also ich finde das hochinteressant, auch was du da gesagt hast mit dem Kartenspiel. Es hat ja etwas von dieser Self-Fulfilling Prophecy an für sich, nicht? Also es wird etwas vorhergesagt. Aber ob das wirklich eintrifft, das wissen auch diese Macher nicht. Sie können ja nur versuchen, etwas dahin zu schieben, ihrer ganzen schwarzmagischen Pracht. Also was ist dann nun synchron? Was ist nicht synchron? Was ist modelliert? Was ist flexibel gehandhabt worden? Wir sind ja ständig irgendwie dabei, hinterher zu gucken und zu schauen, ah, das war's oder das war's. Das Einzige, was mir da wirklich recht präzise daherkommt, ist dann doch irgendwo die Astrologie. Ich bin jetzt kein echter Astrologe, das ist Kreisklasse oder Bezirksliga oder noch weniger. Aber ich finde es hochspannend zu beobachten, wie etwas synchron passiert, weil eine bestimmte Konstellation greift. Wie etwa jetzt populär diese Sache mit Pluto im Wassermann und dann ab Mai Uranus im Jupiter im Stier und solche Sachen. Also wie da was kippen wird. Das ist zumindest eine Beschreibung, nicht unbedingt eine Erklärung. Aber da ist auch wieder, das ist genau wie mit der Datierung, da ist auch mal eine, als zumindest für mich, als Laie, der das von außen beobachtet und nie wirklich die Zeit hatte, persönlich sich reinzuknien und zu versuchen, es scharf zu stellen, ja, sehe ich da dieselbe Unschärfe wie zum Beispiel in diesen Datierungssachen, ja. Ja. Nehmen wir nur das berühmte 2012-Thema, ja. Und Ja. der Versuch sozusagen den Maya-Kalender auf den gregorianischen Kalender zu applizieren oder zu synchronisieren. Ja, und da gibt es so viel, wenn man da erstmal reinschaut, dann sieht man, dass da so viele Manipulationen einfach an dem Kalendersystem stattgefunden hat. Ja, also Papst Gregor war in dem Sinne nur der Letzte, der eine Uhr gedreht hat. Und davor kamen viele andere. Ja, auch die Monate, die stimmen ja alle hinten und vorne nicht mehr. Ja, also Dezember, Dez, ist ganz klar 10, aber es ist der 12. Monat oder September, ja, wie hier Set sagen würde hier in der Schweiz oder französischen Schweiz für 7, ja, aber es ist die 9, ja. So, und da gibt es noch ein paar andere Beispiele in den Monaten, wo man sieht, okay, offensichtlich ist da die Reihenfolge der Monate stimmt schon nicht mehr. Und dazu müsste man, wenn man versuchen wollte, da gewisse alte Kalendersysteme, die offensichtlich noch ein höheres Verständnis hatten, wo auch immer sie es her hatten, versucht auf diesen Kalender zu übertragen, dann entsteht da immer eine Unschärfe, die aufgrund der vielen manipulativen Einflüsse kommt. Und dasselbe erkennen wir aber auch in der Astrologie. Da gibt es so viele, ich sag mal, das ist der falsche Ausdruck, ich nenne es jetzt einfach mal Untersekten. Ja, der Astrologie, also Unterabteilungen, die ja von der vedischen Astrologie bis eben die das alles noch mal anders ausdeuten, die da von nicht berücksichtigten Planeten oder ich das ist jetzt völliges Laienverständnis, so wie ich das, wenn ich mir schon mal solche Sachen anhöre, ja, dass da eben jemand sagt, nein, meine Astrologie berücksichtigt das und das, das macht die normale Astrologie nicht. Ich mache diese Astrologie und welcher soll ich jetzt vertrauen? Ja, was gilt jetzt für mich? Ist an allen eine gewisse Wahrheit dran oder ist eine vielleicht, die schärfer an der Wahrheit dran ist? Oder die gewisse andere Einflussfaktoren noch berücksichtigt, die wiederum eine andere Tradition, die bereits verwässert wurde. Da könnte man jetzt wieder mutmaßen, sind da nicht auch Kräfte im Hintergrund gewesen, die dafür gesorgt haben, dass diese Verwässerung und diese Manipulation stattgefunden hat. Es hängt von der Schule sicher ab, oder? Und ansonsten, ich meine, das Prinzip bleibt ja immer das Gleiche. Es ist ein Blick in eine Zukunft hinein. Die hat eine Unschärfe, weil sie abhängt von der Deutung. Wir kennen die Zukunft nicht, weil wir nicht hellsichtig genug sind oder gar nicht hellsichtig sind. Wir wissen sie nicht, wir wissen es hinterher.
Und damit sind wir genau in der Spekulation ja wieder drin und im Glauben und in der Interpretation. Und im Grunde genommen, da bin ich eigentlich schon fasziniert bei diesen ganzen Sehern, weil die konkret was sehen. Da kann man konkret was ableiten. Ein Wirtschaftscrash oder ein Aufstand oder wenn es konkret ist. Ich habe jetzt was zum Beispiel durchgelesen von einem Herrn Konzionator, der was zusammengestellt hat in Büchern aus dem Jahre 1920, ein Franziskaner am Sinai, der redet da über apokalyptische Zustände, kann man alles sagen, toll, das ist vielleicht unsere Zeit, nur ist es so unpräzise, dass man es gar nicht fassen kann. Und in diesem apokalyptischen, tja, Gerede, man fängt nichts an damit, es muss möglichst präzise sein. Und das deckt sich eigentlich dann doch auch wieder mit der Astrologie, die dann eigentlich irgendwo stecken bleibt. Weil es natürlich welche gibt, die können das sowas von genau sagen, mit Wettervorhersagen, wohin rollt die Billardkugel und so weiter. Das hat dann schon was Magisches. Aber das ist die Frage wieder, wann wird es manipulativ? Sollte das wirklich sein? Ich, Schwierig. vielleicht ist diese Unschärfe auch beabsichtigt, dass genau Ja. dort immer noch, dass immer sozusagen die Realität sozusagen so eine Art Hintertürchen hat, Dinge nochmal shiften zu können. Also noch ein Vorschlag, diese Unschärfe könnte auch ein Naturgesetz sein, was sich durch uns, egal welches Werkzeug wir benutzen, Kartenlegen, Astrologie, Spiritismus, Channeling, durch uns oder was sich mit uns ausdrückt. Das stimmt. So wie der Schatten halt dann eben einen Welle-Teilchen-Dualismus eine Streuung hat, könnte das auch eben dann bei den Voraussagen als Naturgesetz eine Streuung geben, egal welches Werkzeug du nimmst, ne? Das war mein Grund damals, ja, du willst das sagen, ne? Und zwar, es gibt eigentlich ja, es gibt einen Grund, warum es die Unschärfe vielleicht gibt. Wir sind drin in einem Körper und sind demnach also den sinnlichen Wahrnehmungen unterworfen, den Gewohnheiten, den Gedanken. Damit sind wir immer in einer, nicht in dieser scharfen Klarheit drin, wie jemand, der vielleicht gestorben ist. Der kann viel leichter von A nach B, kann viel leichter etwas aufnehmen, sehen. Das ist dann völlig anders. Gibt's hochinteressante Berichte ja von diesen Nahtoderfahrungen. Sie waren draußen, sie haben was gesehen, haben woanders was wahrgenommen. Wenn ich aber hier bin, bin ich beschäftigt mit, was haben Knalltüten gesagt auf einer Anti-AfD-Demo? Was lief von mir in der Arbeit ab? Was hat mich geärgert? Was will ich essen? Das führt automatisch Unschärfen hin. Automatisch. Ja, ich habe öfter ja mal den Swami Madhava auch im Gespräch und gucke mir da die hinduistische Sichtweise an. Ist hochinteressant, weil die haben ein enormes Weisheitswissen. Und da ist es zum Beispiel so, dass allein die Tätigkeiten, du sagst jetzt Essen zum Beispiel, die erden dich. Also wenn ich jetzt den Begriff Erden ersetze mit Steine, dann würde der sagen, das sind arimanische Kräfte, die dich immer wieder zurückziehen in diese Dimension. Wenn du jetzt statt dem Essen das Denken nimmst oder statt dem Essen und dem Denken die Vernunft nimmst, dann sind das alles oder die Gedanken an sich, sind das alles in dieser Perspektive der Welt Kräfte, energetische Kräfte, die dich hier binden. Ja, also ist jetzt zu ausufernd, aber ich glaube, dieser Exkurs jetzt so, der passt schon mal ganz gut. Ihr Lieben, ich möchte eins loswerden, wo wir so schön am Philosophieren sind und wieder mittendrin. Und ich mache es echt spontan, auch wenn das jetzt quasi der Werbeblock ist. Wir treffen uns ja in Kirchheim am 16.3. und 17.3. Und ich freue mich da auf deinen Vortrag, Richard, und auf deinen, Christian. Vielleicht, wenn heute noch Zeit ist oder irgendwann das nächste Mal, könnt ihr da auch nochmal erzählen, was ihr da vorhabt. Ansonsten komme ich mal meiner Pflicht nach und mache das Programm fertig. Es steht ja mit dem Kuli schon. Ja. Ich werde auch die Webseiten und so, die mache ich alle fertig. Ich arbeite so aus der hohlen Hand. Nur das wollte ich zwischendrin mal gesagt haben. Also 16. und 17. März sind unter anderem wir. Die Susanne Lorey, kann ich ja auch schon sagen, ist auch mit dabei und der Martin Hipp. Wir werden dann uns ein Wochenende begegnen. Und ich bin sicher, das wird so schön, ja. Okay, kommt aber noch alles, der ganze Kram, ich wollte es nur mal gesagt haben, zwischendrin. Nur dann sind wir genau in diesen Themen nämlich drin, ne? Das ist super, dann brauche ich in meinem Vortrag ja, kann ich ja
Die Prophetie kann ich da nur ganz kurz anschneiden und alle wissen schon Bescheid. Das ist gut. Und Genau, genau. interessant, wenn wir schon beim Werbeblock sind, ich hatte mir schon überlegt, ich hatte die Vorgabe von dir war 1,5 Stunden. Das ist so wenig Zeit, Dann dass ich mir machst du halt gedacht habe, zwei. Das kriegen wir dass hin. ich, nö, nö, ich hab schon eine Lösung gefunden. Aber die verrate ich noch nicht. Und zwar kann man es eigentlich so ähnlich machen wie in einem Weihnachtsbaum. Man erzählt erstmal das Gerippe vom Baum, dann hängt man noch die Kugeln dran, ein bisschen Lametta obendrauf. Sprich, man nimmt ein paar Hauptaussagen, liest das und dann kann man noch nebenbei was ergänzen. Und vielleicht gibt es überhaupt einige Fragen. Ja, Die füllen sich dann schnell. ich weiß, ich könnte dich wirklich auch 6 Stunden auf die Leute loslassen und es wäre spannend. Also nicht umsonst. Ich schätze an dir zum Beispiel, dass du weiterhin Primärquellenstudium betreibst. Du gehst dann in die Bibliotheken und so weiter, weißt du, und kramst da aus, ja. Es macht Und Spaß. ich weiß ja auch, es ist dann nicht der erste Vortrag, wo du, ja, ich gestalte das Programm. In der Regel lasse ich dazwischen immer Pausen, dass die Leute sich begegnen können, dass die was trinken können, was essen können. Und ich kenne das nämlich, sonst hast du an so Kongresstagen voll den Stress. Du willst keinen verpassen, hast dann 5 Vorträge dir reingebolzt und nichts mitbekommen, ja. Nee, das Entscheidende ist ja eigentlich, wir sind in einer solchen Krisenzeit, dass das Ergebnis sein muss, mit möglichst viel Wissen, möglichst wenig Glauben, in eine Klarheit reinzukommen für sich und um dieser Zeit, der wir entgegengehen, bestehen zu können. Das hat zu tun auch mit der Gemeinschaft und Gemeinsamkeit. So sieht's aus. Insofern ist es eigentlich ein im besten Sinne ein Geheimtreffen. Das ist mal ein echtes Geheimtreffen. Oh Gott, sag das nicht, sonst sind wir wieder in der Bild-Zeitung. Beim letzten Mal war Ja. die Bild-Zeitung war voll. Nee, war nicht gut, nicht gut. Braucht keiner. Braucht keiner. Was du gesagt hast, Christian, fand ich auch sehr interessant. Zu diesen Kalendern gibt es ja, wie du sagst, Sepp, der siebte und so weiter, Ock, der achte. Und dabei zählen wir den Zehnten. Und als Kind hatte ich das schon immer gefühlt. Ich weiß es noch genau. Da war Silvester, dachte ich mir, geil, altes Jahr rum, neues Jahr beginnt, dann kann es jetzt wieder sonnig werden. Und das hat mich in totale Dissonanz versetzt, es bleibt dunkel und der Winter geht weiter. Viel richtiger wäre, wenn mit dem neuen Jahr die Tage länger werden, die Sonne wiederkommt und der Frühling beginnt. Wir sagen auch immer Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und dann geht es von vorn los. Und ich glaube, so ähnlich wie jetzt schon wieder die Osterhasen ja, die Weihnachtsdeko abgelöst haben, werden die Menschen auch darüber in eine ständige Dissonanz versetzt in sich drin. So ein Spagat zwischen dem, was sie draußen erleben, kalt, aber der Supermarkt hat schon die Häschen zwischen der Osterglocken als Schoko. Ja. Und so ist es auch mit den Kalendern. Ich glaube, Möglicherweise. die wurden Ja. verfälscht, um, ja, der Verschwörer spricht, Unruhe reinzubringen. Ja. Also aus Ja. einem natürlichen Rhythmus rauszubringen. Ja. Astrologie, wann beginnt das Jahr? Wann beginnt das keltische Jahr mit dem Frühjahrspunkt? Was ist das 21. März? So. Sprich mit dem Sternzeichen Widder. Das ist der Anfang. Da ist Ordnung da ist Ordnung drin. Da ist Ordnung drin. Genau. Da ist Ordnung drin. Ich will euch noch mal was vorlesen, das finde ich ganz interessant. So zu diesen Serien. Ja. Zu diesen Serien, die wir hatten. Ich weiß jetzt nicht. Der Kontext, ach ja, genau, ja, doch, doch, doch. Dieses ständige Hin- und Hergeworfensein zwischen, dreht da einer jetzt die gewünschten Ereignisse, die er haben möchte, und steckt die Kirche an, oder haben wir es mit dem Naturgesetz zu tun? Und da habe ich in einem alten Buch von mir, habe ich mal wirklich zusammengetragen aus verschiedensten Büchern, was es an Geschichten gibt, die untermauern könnten, dass es ein Naturgesetz ist. Ja, und dann gebe ich euch einfach mal ein paar Beispiele. Der englische Kavallerieoffizier Major Summerford wurde im letzten Jahr des Ersten Weltkrieges während der Kampfhandlung in Flandern durch einen Blitzschlag von seinem Pferd geschleudert.
Sechs Jahre später traf der Blitz ihn noch einmal beim Angeln in Kanada, wohin er ausgewandert war. Zwei Jahre später wurde er bei einer Wanderung im Park ein drittes Mal vom Blitz getroffen. Dieses Mal war er vollständig gelähmt und starb zwei Jahre später. Vier Jahre darauf zerstörte ein Blitzschlag sein Grab. Also solche Geschichten, ja. Im Jahr 1998 bekamen die drei Schwestern, ich nehme jetzt hier wahllos raus, ja, Carolee, Marianne und Jennifer McBean aus Amerika, Fork in Utah, am gleichen Tag ein Baby. Die älteste Tochter Carolee gebar um 7.18 Uhr einen Sohn, dann folgte die zweitälteste, die 27-jährige Marianne. Das Schlusslicht bildete die 24-jährige Jennifer, die um 20.58 Uhr eine Tochter gebar. Die Chancen für ein solches Ereignis sollen angeblich bei 1 zu 50 Millionen liegen. Und so weiter. Also sowas in Serie. Das war jetzt noch nicht mal so spektakulär. So geht es aber in einer Tour. Ja. Das finde ich sehr spektakulär. Eine Voraussage, die ich jetzt zum Beispiel Jahre später in einem ganz anderen Licht sehe als damals, als ich sie aufgeschrieben habe. In der Times vom Samstag, den 27. April 1935, ist unter dem Titel Titanian Echo of the Titanic zu lesen, wie ein gleichnamiges Warenschiff an fast der gleichen Stelle wie die Titanic beinahe mit einem Eisberg zusammengestoßen wäre. Ja, hast wieder so Echos drin. Es gab auch einen Roman. Ich weiß nicht, genau, vorher gab es einen Roman. Richtig. Ja, der genau dieselbe Geschichte erzählt. Ja. Genau. So, und die. Ja. Ja, ich kann mir das gleiche Ereignis mit ähnlichen Vorzeichen oder mit ähnlichen archetypischen Reminiszenzen letztendlich sich auch durch die Zeit hin wieder in Echo passiert. Und das könnte genauso wie mit der Costa Concordia sein. Einerseits das Echo. Ich dachte eben, ich habe die Geschichte mit dem alten 1800 Dickmilch Kopie, was den Titanic-Untergang voraussagt, dachte ich. Das war jetzt eine andere Geschichte. Aber ich begreife diese Geschichte heute zum Beispiel als, wie soll ich sagen, eine Art alten Economist. Vielleicht hatten die Kräfte 1870 schon, ich müsste die Geschichte suchen, die ist auch da drin, 1870 schon vor, was sie taten. Und haben es uraufgeführt oder geprobt oder so, weißt du? Da ist es wieder. Ist es ein Naturereignis oder sind es dunkle Machenschaften, weißt du? Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja, ja, ich glaube, ich würde auch an eine Kombination von beiden denken. Da gibt es durchaus einen Plan. Und ich glaube, dass dieser Plan letztendlich auch durchgeführt wird von einer Intelligenz, die jenseits des vierdimensionalen Raum-Zeitkontinuums operiert. Ja. So, und dass aber gleichzeitig die Zeitfenster, wofür ein gewisses Muster sich entfalten kann, natürlich auch schon wieder vorgegeben sind. Aber diese Intelligenz sich offensichtlich daran orientiert. Gleichzeitig ist es so, dass gewisse, was weiß ich, dass der Grafiker von Economist nicht in alles eingeweiht ist. Mhm. Wahrscheinlich in nichts eingeweiht ist. Er sagt, okay, gib mir mal zu den Themen ein bisschen was, stell da mal was zusammen. Aber dass letztendlich, genauso wie beim Regisseur von Zurück in die Zukunft, ja, da haben viele spekuliert, ey, das ist ja so blatantly obvious, wie der da den 11. September in diesen Film reingebaut hat, ja, verkodiert hat, ja, teilweise subtil, teilweise in your face sozusagen. Der muss das vorher gewusst haben. Nein, ich glaube nicht, dass er es vorher wusste. Ich glaube, dass der tatsächlich unbewusst das gechannelt hat. Dass er letztendlich auf einer unbewussten Ebene inspiriert wurde, weil letztendlich auch die Mainstream-Psychologie uns sagt, dass sagen wir mal, genauso wie beim Eisberg, da guckt eben nur 10% oben raus und das ist unser Wachbewusstsein. Und die anderen 90%, das sind unterbewusste Prozesse, die eben genau auch auf eine höhere dimensionale Informationsebene, wie Bockertheim sagt, oder auf einen Informations- und Strukturraum zugreift. Oder in der Esoterik würde man das jetzt Akasha-Chronik nennen, also potenzielle Zeitlinien, die und da greift unser Unterbewusstsein drauf. Und je nachdem, wie feinfühlig dafür sind, können wir entweder ganz konkrete Bilder daraus herausziehen. Bei Leuten wie Irmeier, der hat ja nicht unbedingt danach gesucht, der wurde ja heimgesucht von diesen Dingen. Also bei dem war tatsächlich so eine Art Kanal unnatürlich geöffnet.
So nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, Ja, so. das muss das gleiche Informationsfeld sein. Und der Ja, kann da ja. reinsteigen, ganz Okay. sofort. Ja, so Also deswegen. und das ist klassische RV-Theorie, was wir jetzt, also Remote Viewing-Theorie, was wir jetzt im Grunde besprechen. Es gibt einen Bewusstseinsbereich, eine riesige Datenbank. Oftmals hast du da so ein bisschen technischere Ausdrücke drin, aber da ist alles Wissen, was jemals war und sein wird, in allen Möglichkeiten vorhanden. Ja. Ja, dann. Und es hängt dann nur noch von deiner eigenen Einschwingungsmöglichkeit, deiner Resonanzfähigkeit ab, die Daten auslesen zu können. Als ich damit konfrontiert wurde, früher dachte, habe ich zum Beispiel Reinkarnationssitzungen auch in einem ganz neuen Licht gesehen, weil ich mir dachte, du kannst einfach nur dann demnach dann in Resonanz geraten mit einem Feld, das dir, einem Bewusstseinsfeld, das ein Mensch hinterlassen hat, nichts geht verloren nach diesem Konzept, ja, in Resonanz geraten und verichst das ein Stück weit, ja, wäre eine Möglichkeit, Nein. ja. Also eine Anmerkung dazu, und zwar, wenn man sich einschwingt in dieses Feld, dann muss ich ja neutral sein, wohlgesonnen und so sein, dass ich eben das verstärken kann. Also dann ist der Körper und meine Stimme und mein Wesen dann eigentlich so eine Art, sag ich mal, so eine Art Lautsprecher. Der Irmer ja zum Beispiel, da wissen wir immer, dass der so bayerisch gesprochen haben soll. Aber anscheinend hat der, wenn er da was gesehen hat, sich auch so eingeschwungen, dass er so eine singende Stimme hatte. Das war also nicht so ein bayerisches Gestampfe, sondern es war eine etwas andere Art und Weise. Und das gibt's häufiger. Ich habe zum Beispiel etwas gelesen von einer Frau, 1750, also über sie gelesen, die Hoffin, das war die Frau eines Fassmachers aus Bad Kreuznach hinten rum, die eben beschrieben wurde in einem Brief von einem Seelsorger als eine rohe Bäuerin, die kann gar nicht sprechen, die Leute drumherum würden sie verlachen als Törin, also als Dummfrau. Und die hat auch dann plötzlich ganz anders gesprochen, als sie über die politischen Zustände gesprochen hat und gesehen hat, was da wo ist, an irgendwelchen Höfen. Das ist für uns heutzutage nicht mehr so wirklich von Belang. Aber interessant ist, dass diese einfache Frau plötzlich in einer Sprache, ihre Bilder kundtat, wo klar ist, die hat sie nicht. Das ist nicht ihr Tagesbewusstsein. Das hat sie, weil sie in diese Resonanz hineingegangen ist. Und das haben wir immer wieder. Du schwingst dich da anders ein. Und das hast du eben auch bei diesen ganzen Reinkarnationssachen, dass du plötzlich, in der Selbsthypnose bist, und in einer solchen Distanz und Neutralität, dass du sogar in einer anderen Sprache sprechen kannst, flüssig. Edgar Cayce, ganz ähnlich. Das ist, Ich habe das schon erlebt, du hast ja. schon erlebt. Also ich habe das in einem anderen Kontext erlebt, und zwar holotropes Atmen, falls euch das was sagt. Das ist letztendlich eine Technik von Stanislav Grof, der sozusagen nach einem Äquivalent zu LSD in der Psychotherapie, also um sozusagen transpersonelle Bewusstseinszustände möglichst effektiv mit jedem auslösen zu können. Und holotropes Atmen ist einfach nichts anderes als tieferes, schnelleres Atmen in einem gewissen Kontext. Das wird ja gern gemacht in der Reinkarnationstherapie, dieses Das ist da, Hineinatmen. dass da, dass da tiefere, okay. Wie auch immer, wenn man erstmal in diesen Bereich reinkommt, ich hatte mal einen Partner, mit dem ich das zusammen gemacht habe, und der ist eben, im Nachhinein stellte sich aus, es sind verschiedene alte Inkarnationen reingegangen, so, um diese Traumata noch aufzuarbeiten. Und der war eigentlich komplett weg, aber sein Körper hat immer noch gefolgt. Der hat noch versucht, gewisse Dinge zu imitieren, was da passiert ist. Und er hat auch natürlich noch laut gesprochen. Und während dieser Zeit hat er mit mir in drei, vier verschiedenen Sprachen gesprochen, unter anderem auch in etwas, was ich nicht besser identifizieren konnte als fließend Latein. Ja, ja Wahnsinn. so. Ja, so. Und das waren Sprachen, die er selber nicht beherrscht hat. Ja, also schon gar nicht fließend Latein. Also das ist definitiv, wenn du da reinklingst, dann ist das alles wieder da. Also das definitiv. Daher kann ich auch verstehen, dass was du da gerade beschrieben hast, dass das real ist. Das heißt ja auch, wenn es sozusagen ein Rollback ist in die Vergangenheit, kann es genauso ein Rollback sozusagen in die Zukunft hineingeben. Das ist ja die Frage, ob das nun ist das Vergangene sozusagen festgelegt, ist die Zukunft festgelegt. Und die Prophetie oder auch das, was eben schwarzmagisch da kreiert wird, deutet darauf hin, dass es ja eine Festlegung hat. Die Frage ist, wie viel Unschärfe hat es eigentlich?
Ich Das gehe. ist, Ja, ich würde, bevor ihr weiter treibt, ich möchte ganz nochmal da festhalten, dieses mit welcher Stimme spricht der Voraussagende oder der Channelnde, erinnert mich ganz stark an Schamanismus, wo du Ja. die Trommel hast, wo du mit der Trommel auch in einen Singsang gehst oder auch nicht, wie du willst, wo du die Stimme wechselst, die Stimmlage wechselst, damit die Schwingungsebene wechselst, wo du unter Umständen noch Tänze, Gesang einsetzt, um was zu tun, dich einzuschwingen. Und dahinter, deswegen auch unsere deutsche Sprache, die einfach so genial tief ist, in welche Stimmung komme ich? Mit welcher Stimme komme ich in welche Stimme? Und dabei ist entscheidend zum Beispiel auch als Resonanzelement die Stimmgabel, die diesen, ich werde zur Stimmgabel, ich resoniere mit bestimmten Schwingungen, um dann, Achtung jetzt, noch ein Gedankensprung, um die B-Stimmung von Menschen oder Kollektiven herauszulesen. Und alle, diese ganze deutsche Sprache weist darauf hin, auf diesen Zusammenhang, dass es eine Welt hinter der Welt ist, gibt, wo Schwingungen, B-Stimmung, Stimmen diese Welt hier dirigieren. Ja, das wollte ich nochmal da als Marker dargesetzt lassen, weil du gesagt hast, auch die Schwingungsmodi unseres Gehirns. In welcher Schwingungszahl wird hier oben gearbeitet? Das entscheidet doch, ja. Da sind wir gleich wieder bei Hermetik. Das ist ein weiteres hermetisches Gesetz. Alles ist Schwingung. Ja, und alles Genau. beruht auf diesen Schwingungsgesetzen, eben auch Dissonanz, Resonanz und so weiter. Und dieses Hineintunen in einen gewissen Bereich, ja, eben auch verschiedene Frequenzbereiche der Realität gibt. Ja. Wenn du Das ist jetzt aber, heute, dann mach mal, Frank. ein Satz auch nur, heute eine Liebe. Liebe ist Telepathie, weil du dich einschwingst auf den anderen. Bumm. Und damit haben wir eigentlich ja schon auch den Schlüssel, warum das, was kreiert wird, kollektiv, dieses Kriegsgeheul, warum es zerfallen muss, weil es nicht diese Schwingung hat. Also es wird ja was produziert, was aber ja nur funktioniert mit Panik und immer Gemache. Aber es funktioniert nicht über diese andere Ebene. Also demnach ist es eigentlich logisch, dass es zerfallen muss, wie beim Vampir, wenn die Sonne drauf scheint. Es braucht immer die Energie von außen. Und das ist Ja. letztendlich auch das Anstrengende für die dunklen Kräfte, weil es nicht natürlich sich selbst nährt, sondern immer genährt werden will. Und dieses Kriegsgeheul begreife ich als Missbrauch von Gedanken und Schöpfungskräften von uns. Also wir werden schon, ja, okay, kam an, gut, brauchst du nicht tiefer. Ja. Ja, es wird tatsächlich gefüttert, weil natürlich ein ziemlich großes, unbewusstes Kollektiv da mitmacht, ihren Fokus, also sozusagen das annimmt und ihren geistigen Fokus in das Feld mit hineingibt, weil sie nicht darüber reflektieren, welche Macht sie haben, ja, und dass sie eben als Verstärker benutzt werden, dieses Feld zu kreieren. Und es ist ja auch so, dass von den alternativen Medien auch genug, dass diese Frequenzband auch dort angesprochen wird. Ja, vielleicht nicht in einer anderen Form, aber trotzdem immer noch sind wir da in denselben negativen Gefühlsfrequenz drin, wenn es um Hass und Ablehnung und Verurteilung geht. Ja, ist wie bei der Wahl. Jeder hat genau eine Stimme quasi und wird zum, ja, in dem Fall quantitativen, missbrauchten Verstärker. Ja. Aber es ist letztendlich, wir haben die Wahl. Ja, die Sache ist, es wird uns ein Angebot gemacht und das Kollektiv nimmt es an. Ich will gar nicht über das Kollektiv urteilen. Wir hatten das beim letzten Thema oder beim letzten Gespräch und da ist immer die Frage, warum? Ja, warum gibt es einen gewissen Prozentsatz, der zumindest teilweise in der Lage ist, kritisch zu denken oder ein gewisse kritisches Denken an den Tag legt und dann gibt es diese 70, 60%, die komplett kritiklos sich ins Kollektivfeld einschwingen und da keine eigene elaborierte Meinung haben. Ja, außer Ja, die, wie ihnen letztendlich suggeriert wird. es hat viel zu tun mit Angst und mit dem Drang, ein Gemeinschaftsgefühl erleben zu wollen. Und das ist ganz konkret zu beobachten. Das hatten wir ja jetzt, das war das Thema der letzten 3, 4 Jahre. Das war ja Corona, das hat genau da gezogen. Perfekt. Und jetzt greift es wieder. Aber nicht mehr ganz. Ich glaube, dahinter ist eine universelle Präzision.
Die Leute Meinst du? sind so lange infizierbar mit diesen Gedankenviren, hat jetzt die Frau Birkenbiel gesagt dazu, bis es überwunden werden kann oder bis die Resonanz nicht mehr da ist, bis man es hier oben hat. Und auch wie jetzt zum Beispiel wieder nachts Demonstrationen sind mit Gesang und sowas, erinnert mich an ganz alte Bilder, müsste man eher dann die Filme in Schwarz-Weiß zeigen, damit es passt. Erinnert mich eben auch, ich weiß, ich rede etwas kodiert gerade, erinnert mich auch an einen zyklischen Prozess der Überwindung, der hier wieder stattfindet, von bestimmten Energien. Ich will da nicht konkreter werden. Ja. Ja, und da sind wir wieder bei zyklischen Abläufen von Jo. ähnlichen Mustern, Ja. teilweise mit unterschiedlichen Vorzeichen, aber trotzdem ist dasselbe Prinzip wieder vertreten. Es ist aber, das ist aber trotzdem auch ein ganz klein wenig zu hinterfragen, weil jetzt habe ich ja wieder diese ganze prophetische Literatur, weil was gibt's? Wenn man sich's anschaut, dieses kodierte Szenario, dann war das ja eine geordnete Übergabe. Das Gegenteil soll jetzt geschehen, eine Art ungeordnetes Auflösen. Sprich, laute Aufstände. Das haben wir jetzt schon angedeutet mit den Bauern. Und dass sich das noch fortsetzt. Ja, im Gegenteil, dass sogar die vordergründigen Entscheider Ich habe das jetzt nicht nicht verstanden. lange. Was meinst du mit kodierte Übergabe? Naja, du hast gemeint, die Schwarz-Weiß-Bilder, was da so lief Ah, vor okay. einiger Zeit, vor Aha. einigen Jahrzehnten. Okay. Und also sprich, dass es Aufstände geben soll. Wobei da die spannende Frage ist, ist das eingepreist? Soll das sein? Wenn ich deine ganze Argumentation verfolge, Christian, dann wäre das ja genau so der Fall. Es ist sehr wohl eingepreist. Das sind Leute im Hintergrund, die im Grunde genommen viel gefährlicher leben, als sie eigentlich es sich vielleicht vorstellen können. Und nur ist es eben keine geordnete Übergabe. Und das Problem ist, dass es immer chaotischer wird. Und je chaotischer etwas ist, desto weniger lässt es sich kontrollieren. Und letzten Endes ist genau das auch die Linie, die sich immer mehr ausweitet. Rein von der prophetischen Sichtweise. Das geht bei Aufständen los, geht über einen Krieg weiter, der scheitert, also sprich der russische Überfall, geht weiter mit dem Kometen, der kommen soll. Sprich, es wird mehr und mehr ein Chaos produziert, das aber letzten Endes in einen Frieden hineinführt. Interessant. Ja, es gibt es, ist ja ein Motto der Geheimgesellschaften, Order out Ja. of Chaos. So, und wir wissen ja auch aus dieser ganzen Chaostheorie und so weiter, dass gerade, ja, so eine, ja, dass, sagen wir mal, durch Prozesse, die extrem chaotisch sind, sich auch immer wieder eine neue, höhere Ordnung daraus entwickelt. Ja? Also aus Entropie entsteht immer ein höheres Ordnungsprinzip. Ja, das scheint irgendwo in der Grundkodierung, sagen wir mal, das, was manche so diese intelligente Schöpfung in der Natur ist, Intelligent Design. Ja, also da scheint es eben im Hintergrund in diesen metaphysischen Gesetzmäßigkeiten, die über dieser Welt schweben, die wir eben auch als hermetische Regeln kennen, sagen wir mal, eine Grundfassung. Ja, da scheint es da kontrollierende Mechanismen zu geben, die eben auch ein gewisses evolutionäres Spiel hier voraussetzen. Und dieses evolutionäre Spiel, das ist nicht immer leicht zu ertragen, das gebe ich ja zu. Aber es scheint offensichtlich doch eine gewisse Notwendigkeit zu haben, in dem Sinne, dass sozusagen ohne diese Herausforderung keine Weiterentwicklung stattfindet. Zumindest nicht für das Individuum. Und dass eben auch das Negative, was in vielfältiger Form uns durch alle Medien angeboten wird, ja, in der gesamten Umwelt, dass das letztendlich auch immer ein Werkzeug ist, an dem man geprüft wird und an dem was man nehmen kann, um eigentlich sich selber weiterzuentwickeln. So wie Bond, ja, der typische Bond, Held, ja, letztendlich immer am Bösewicht, an seinem Antagonisten gewachsen ist. Er konnte erst zum Helden werden, sozusagen, in dem. Ja, wir sind aber hier bei Joseph Campbell und der sich ja bei C.G. Jung orientiert hat, wenn es um die Archetypen und vor allem den Archetypen des Helden geht, ja, der sich in allen Traditionen letztendlich immer dieselbe Story durchläuft, der Läuterung und der Problematik, aus der er dann gestärkt hervorgeht und seine Qualitäten erkennt und letztendlich das zu dem wird, was ihn ausmacht als diesen archetypischen Helden.
Und diese Heldenstory, die kannst du nicht erzählen, ohne nicht ein gewisses Dramaszenario zu haben, ohne nicht einen Antagonisten zu haben. Und selbst wenn das so ein gesichtsloses System ist, was da im Hintergrund steht, was viele Helfershelfer hat, aber ohne dieses Element wäre diese archetypische Heldengeschichte überhaupt nicht zu erzählen. Und dass im Menschen dieser Wunsch tief im Inneren verkodiert ist, nenne ich es jetzt mal. Ja, inhärent vorhanden ist, selber eben diese Heldengeschichte zu durchleben. Wird in dem Moment offensichtlich, wenn, sagen wir mal, am offensichtlichsten hat das ja Krieg der Sterne gemacht. Ja, George Lucas. Ja, der hat ja die Campbell-Heldenstory, die der sozusagen herauskristallisiert hat, der hat er ja eins zu eins da widergespiegelt. Ja, hat den dunklen Schatten, hat er ja auch Darth Vader-mäßig schwarz gemacht. Ja, so. Und je dichter du an dieser Heldenstory dran bist, an diesem archetypischen Grundsatzidee, wie das abzulaufen hat, desto mehr rennen dir die Leute den Kinosaal ein, weil die Bedürfnis dafür haben, das zu aktivieren. Ja, nur im realen Leben wollen sie es halt nicht erfahren, weil das Das ist, da alles wollen sie selber ja, machen, ja. da wollen sie ja am Strand liegen und Pina Colada trinken und alles immer friedlich und harmonisch sein, aber in uns drinne schlummert ja offensichtlich, zumindest in der Majorität, sage ich jetzt mal, oder im breiten Kollektiv, das Bedürfnis, das Unbewusste. Ja, wir reden mal wieder von 10 zu 90%, was uns bewusst oder nicht bewusst ist, aber da scheint ja irgendwo ein Bedürfnis zu sein, genau das Drama anzuziehen und aus dem Drama als gestärktes Individuum herauszugehen, sozusagen als katalytisches Element, um zu der nächstbesseren Version von uns selber zu werden. Ja. Der Tiger im Tank. Das begeistert mich tatsächlich auch, diese Heldenreise, ne? Das ist so eine ganz tiefe Resonanz. Und wenn du sagst, die Kinofilme laufen umso besser, je mehr sie sich an diesem Archetypus der Heldenreise orientieren. Tatsächlich müssen sämtliche Drehbücher in Hollywood müssen diesem Archetyp genauestens auf die Seite genau, die sind normiert entsprechend. Ja, und das weist ja eigentlich darauf hin, auf so eine Resonanz von uns, von unseren Grundmustern, mit dem, was wir im Außen sehen, erfahren und erleben wollen. Und das ist ja auch wieder holographisch, diese Heldenreise. Ob das jetzt ein Lebensweg ist, ob es ein Einzelereignis ist, ob es ein kleines Buch ist, eine Fernsehserie, alles sollte diesem Muster entsprechen, damit wir es perfekt aufnehmen können. Also gibt es ja da Verwandtschafts. Du könntest jetzt statt Heldenreise, könntest du sagen UFO-Mythos. Dann bist du genauso bei einem Muster, was in uns drin energetisch festgelegt ist, ja, was wir wiedererkennen, ja, oder wiedererkennen wollen oder was dann in uns reingeht, wahrgenommen werden kann. Da sind wir ganz tief bei uns, ja. Ja, und die Leute wollen halt Luke Skywalker sehen, wie er seine Heldenreise macht. Aber gleichzeitig, ich meine, die archetypischen Muster auf der realen Bühne, ja, die Klaus Schwabs, der müsste auch nur, es gibt ja so ein Bild von ihm, da sieht er ja schon fast wie Darth Vader aus, ja. Und das Imperium, es ist ja nicht so, dass das nicht existieren würde. Ja, wir haben eine absolute Entsprechung auf der Bühne. So, und das ist die Frage, lassen wir uns da von dem System reinziehen? Sind wir nur einfach nur Mitläufer? Kämpfen wir dagegen? Oder gibt es da vielleicht noch eine andere Stufe? Ja, und da gibt es eben auch diese berühmte Szene aus, ich glaube, der zweite Teil, den ich habe da letztlich durch Zufall wieder reingeschaut. Und da gab es diese berühmte Szene, wo Luke, ich meine, für Leute, die den Film, ich glaube, das ist ein Allgemeingut, jeder kennt das. Auf jeden Fall, Luke ist in der Ausbildung bei Yoda, Meister Yoda. Und der schwingt ihn da sozusagen in die Meditation ein. Und ohne dass er es wirklich weiß, dass er in der Meditation ist, geht er da in seine Höhle. Er geht immer tiefer in diese Höhle. Er geht in sein Unterbewusstsein. Ja, und auf einmal dort unten in der Höhle trifft er seinen größten Feind, Darth Vader. Auf einmal steht er vor ihm, so Lichtschwerter werden gezückt, die beiden fangen an zu kämpfen. Luke kämpft auf einmal gegen Darth Vader. Also im Film bist du überrascht, hey, was macht der jetzt auf diesem komischen Planeten in der Höhle? Und naja, auf jeden Fall kämpfen sie. Er schlägt, also
Skywalker schlägt sozusagen Darth Vader den Kopf an. Der Kopf rollt über den Boden, die Maske platzt auf und was kommt zum Vorschein? Sein eigenes Gesicht, das von Luke. Und die tiefere archetypische Erkenntnis ist, dass der größte Feind eigentlich in dir drinne steckt. Das ist so deep, ja, und es ist so profund in seiner Aussage, auch in der tiefen Psychologie und so weiter und so fort und dann auch in der tieferen spirituellen Erkenntnis, dass eigentlich das ganze Äußere auch immer nur eine Projektion deines eigenen Unbewussten ist. Ja, Ja, die und dass Wahrnehmung der Realität, was dir begegnet, eigentlich auch immer in deiner Verantwortung liegt. Krieg ist in dir. Und das ist ein schönes Conclusio hinten bei Platoon. Der fährt bei dem Spielfilm Platoon, Vietnamkrieg, der fliegt mit dem Flieger weg, der Hauptprotagonist, und denkt sich sinngemäß, jetzt nicht das genaue Zitat, sinngemäß, ich glaube, wir haben immer nur gegen uns selbst gekämpft. Ja. So beendet er, quittiert er seinen Dienst in Vietnam, ja. Und momentan siehst du ja die Inszenierung als, ja, Kinoereignis auf der Weltbühne ja dauernd. Also es wird uns gesagt, es wird biblisch zum Beispiel. Oder hol dir Popcorn, es ist ein großer Kinofilm. Wir haben die Grundkräfte da, wie Gut und Böse, White und Black, Blackheads. Wir haben mit Trump den Retter, den vermeintlichen Retter, der sich so jetzt auch schon wieder positioniert, wählt mich in der Ukraine-Krieg ist am Ich Ende. geht um. Ja, du hast den Bösen, das ist dann der Herr Schwab, ja, oder das könnte der Herr Schwab dann sein. Und alle drehen an diesem Film herum, ja. Was Das ist passt hervorragend rein, ja. Na, das ist, glaube ich, ganz tief im Kleinen wie im Großen, innen Genau. wie außen, das wird bei Hermetik, es ist angelegt. Und der Witz ist, dass mehrere pa Filme parallel ablaufen. Für den einen läuft der Ja, sie Q-Film. inszenieren es aber auch so. Entschuldige, wenn ich schon unterbreche, aber sie tun es von außen auch so inszenieren. Sie legen es uns nahe wie den Kinofilm. Die Schablone der Guten und Bösen und so weiter. Aus Sicht der Singularität, weißt du, dass alles eigentlich aus einer Quelle ist. Sind es nicht Sie, sondern wir. Ja, okay. Wir tun Ja. das. Ja, das So. finde ich hochinteressant, weil nämlich eigentlich kann man ja auch sagen, psychologisch, dass ein Klaus Schwäbli oder irgendwelche anderen komischen Typen eigentlich nur ein Teil sind von uns selber. Ja. Nicht mehr, nicht weniger. Also deswegen finde ich das, es ist irgendwie ja banal, aber es ist so richtig, was er Daniele Ganser sagte mit dieser Menschheitsfamilie, dass diese Leute gehören genauso zu mir dazu. Also wenn ich da auf die irgendwie anspringe, und das tue ich irgendwie ja doch, dann ist es eigentlich, bin ich es eigentlich selber. Dein Ego, gell? Ja. Ja, Es tut weh, aber es das ist so. Es ist so, ja. ja, nach C.G. Jung sind wir hier wieder beim Schatten. Ja, das ist der Ja. Archetyp des Schatten, des Unbewussten, der sich in einer Ja. Person manifestiert. Und dann gibt es dann noch einen berühmten Ausspruch von C.G. Jung, der sagte, Richtig. what you resist persists and will grow in Ja. size. Also das, Genau. was du gegen das du kämpfst, wird nur noch größer werden oder wird bestehen bleiben und in seiner Intensität sich sogar noch verstärken. Denn in jeglicher ganzheitlichen, spirituellen, nennt es auch von mir aus, ganzheitliche Psychologie, wie auch immer, ist die Wenn du Integration immer das Wichtige und nicht das dagegen kämpfen. Ja. in den Abgrund schaust, wird der Abgrund zu dir. Ja. Ja? Ja. Ja gut, okay, Hm. Leute, wir sind so, glaube ich, so ein bisschen in der Gefahr, dass wir so in der selbstgefälligen Philosophiererei die nächsten 5 Stunden verbringen, ja. Ich habe befürchtet, dass es in die Richtung läuft. Wollen wir noch in die reale Welt nochmal zurück? Ich Oder? möchte mal einen, ja, ist ja nicht ganz weit weg. Ich nehme mal den Economist-Faktor. Wir haben die Bibel vorhin jetzt schon ein paar Mal so gestriffen. Das sind ja auch ganz viele Prophetien drin in der Bibel. Ich kann mich erinnern, dass ich so angefangen habe in den End-90ern. Die Frage geht an dich, Richard. Die Kondensstreifen am Himmel zu fotografieren, weil ich irgendwo hinten drin im Kopf etwas hatte mit Endzeit ist da, wenn Kreuze am Himmel sind. Ich kann dir aber jetzt nicht mehr. Hobbys, nee, das ist Hobbys, glaube ich. Also das Hopi? mit den Spinnennetzen am Himmel. Up, up, up. Hobby-Prophezeiung, ja. Kenn ich nicht. Das ist eine Hobi-Prop, ja. Aber jetzt bitte Ja. keine von 2,5 oder so, die mir neu Nein, gefunden nein, 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 ist. nein, Auf der nein. Das ist Festplatte am besten noch, eine ganz, ganz ne? alte. Das ist angeblich, ich bin kein Hobby-Experte. Es mag da noch andere geben.
Ja, aber das ist speziell bei mir hängen geblieben, wenn es darum geht, dass da Spinnennetze am Himmel zu sehen sind, die sich vernetzen. Ja, und das, so haben es die Hopis halt in ihren Prophezeiungen. Und die haben ja auch, diese haben, die Hopis reden eben auch von diesem reinigenden Gewitter oder diesem Momentum der Reinigung. Ja, und sie reden vor allem auch von diesen 3 Tage Dunkelheit. Echt? Hobbys auch. Ja. Ich habe mit euch zwei tolle Denker da, deswegen möchte ich euch mal konfrontieren jetzt. Das reicht ja noch nicht mit den Kreuzen am Himmel. Wir haben ja viele Prophetien. Ich bin kein Bibelexperte, aber ich erinnere grob und meine Frage an euch kommt konkret und ich möchte auch eure Meinung dazu hören. Du liest dann in der Endzeit, fällt die Ordnung auseinander, die typischen, die apokalyptischen Reiter kommen, Hunger, Pestilenz, Krieg. Es werden viele, viele Propheten werden da sein. Also die klassische Ordnung, die wir gesehen haben, der 70er, 80er Jahre, ein Weltbild fällt auseinander. Dann frage ich mich, mit was haben wir es da zu tun? Haben wir es in der Bibel zu tun? Erstens mit echter Prophetie. Die künden uns vom Ende der Tage, auch wenn sie in den ganzen päpstlichen Kongressen immer wieder verändert wurde, höchstmenschlich die Bibel. Es wäre dann was von übrig geblieben, ein wahrer Kern. Oder das Eggert-Argument, führen Kräfte das herbei auf der, im Grunde dieselbe Frage, die wir bei der Synchronizität schon hatten vorhin. Haben wir es damit zu tun, dass Menschen auf der Erde ein Buch lesen, sagen so, wir sind jetzt das Werkzeug und müssen die Geschehnisse manifestieren, die da drin stehen? Rotes Kalb, sagen wir jetzt mal, ja. Oder konnten die Haben wir es mit echter Prophetie in der Bibel zu tun? Oder, dritte Sache jetzt an meine Denker, haben wir es zu tun in der Weltgeschichte mit dauernden zyklischen Resets? Und deswegen konnten die aufschreiben, was später kommen wird. Kam an die Frage, weil sie ja Ja, komplex ist. da kann ich nur sagen, das ist immer entweder oder, sondern ich sage alles gleichzeitig. Auf einer Ebene hat Eggert absolut recht, ja, dass diese Endzeitsekten natürlich versuchen, dieses dazu beizuwirken, dass genau dieses Endzeitszenario, ja, Armageddon oder Armageddon, so heißt jetzt die Bergkette oder Berg. Auf der anderen Seite ist es echte Prophetie. Ich glaube, dass diese Intelligenz, die letztendlich den Ablaufplan oder dieser Aspekt von uns oder von dem ganzen Konstrukt, was das steuert, hat das durchaus in dieses Kollektiv einschleusen lassen. Ja, genauso wie sie eventuell Leute wie Irrmeier benutzt hat, ja, der sich ja gar nicht, praktisch gar nicht davor wehren konnte, gewisse Zukunftsvisionen zu sehen. So wurde das eben auch in gewisse Einzelpersonen sozusagen hineingechannelt, dass die das eben da nicht anders konnten, als darüber zu sprechen und das in diese Kanäle reingegangen wurde. Und dass letztendlich auch die Bruderschaft noch immer dafür gesorgt worden, dass das mehr oder weniger unmanipuliert auch weiterhin mitklang. So, die letztendlich die fanatischen Kräfte innerhalb der drei Großreligionen, ja, die jetzt an die oder die allgemein zu dieser Endzeitgesekte dazugehören, weil sie eben alle daran glauben, dass der Mahdi, Messias oder wie auch immer erst kommen kann, nachdem diese große reinigende Endschlacht, die letztendlich auch in den Hopis irgendwo drin ist, ja, passieren kann, die spielen als Werkzeug mit auf der Bühne. Die sind nicht die höchste Instanz, sie sind nicht die, die das kontrollieren. Ja, sie sind letztendlich auch nur welche, die missbraucht werden oder sich benutzen lassen. Jetzt mal eine Eigenverantwortung. Sie machen da mit, ja, aus ihren Beweggründen, warum auch immer. Das muss man nicht nachvollziehen. Das ist einfach so. So, und das Letzte ist, das, was du sagst, ist letztendlich diese Zyklen. Und ja, die spielen da eben eine Rolle. Es ist das, was die Endzeit nennen, ist letztendlich nur der Übergang von einem Zyklus in den anderen. So, und der ist fix in dieser Matrix, in dieser Maya, in diesem Konstrukt, ist das da drinne kodiert, es ist programmiert. Es ist letztendlich so, wie es auch gesagt wird in verschiedenen Kulturen, eben, dass die Polarisierung
ja, zwischen Gut und Böse, richtig und falsch, Liebe und Hass, dass das im letzten Zyklus massiv nach oben gezogen wird und dass das letztendlich so eine Art, es wird in manchen Traditionen beschrieben als so eine Art Auslese, als so eine Ernte, eine Seelenernte, weil Seelen nur in großen oder in starken Polarisierungen sozusagen geerntet werden können. Und das ist entweder in einer positiven oder in einer extrem negativen Polarisierung. Ja. Das ist dann wieder so wie mit dem Helden. Da haben wir ja genau das Heldenspiel. Und mir kam noch der Gedanke, was diese Propheten von damals anbetrifft, ist es doch vor allem die Frage, wie integer waren die? Also waren es einfache, gute, klare Geister, die da gesehen haben? Und dann ist die Frage doch erstens, wer hat es dann aufgeschrieben? Und wer hat es vielleicht dann noch irgendwie verändert vielleicht? Also wo kommt da die Manipulation mit hinein? Schwer zu sagen. Also ich finde, ich habe gerade hier ein Buch, wo einiges aufgelistet ist an biblischen Vorhersagen, Buch Daniel und natürlich auch Christus und natürlich auch Offenbarung des Johannes. Es ist schon ziemlich schwierig, sich das genau zurechtzulegen, wo es dann doch präzise wird. Schwer zu sagen. Also ich bleibe dann letzten Endes doch lieber bei denjenigen, die konkret etwas vorhersagen, anstatt nur über ein Tier zu sinnieren. Die Hugo Babylons und solche Sachen. Genau. Ja, ich find's auch, ich finde die biblische, also Irmeier ist mir da auch 100 Mal lieber, weil der spricht da von dem Flugzeug, ja, oder von, ja, so, oder der redet da von Panzer, oder der redet da von den Rotjackeln oder wie auch immer. Da ist zwar auch mal noch ein bisschen Interpretationsspielraum in einigen Sachen, aber die religiöse, ich kann mir schon vorstellen, dass so die allgemeine Ausdeutung, ja, auch das Biest, ja, und das ist auch schon, das ist schon recht früh gelesen, eben dieses Ganze mit dem 666 und wie das mit denen auch auf den Barcode bezogen wird, weil dann auch die drei Linien drinne sind, ja, auf jedem Produkt ist dieser Barcode und da ist die 666 da schon drinne. Weil diese Doppellinien, die einmal außen und einmal in der Mitte von diesem Barcode sind, die sind jedes Mal stehen für das Zeichen 6. Wie auch immer, das ist jetzt mal so eine Ausdeutung, dass eben da schon so eine Art elektronisches Beast-System ist, was letztendlich Kommerz steuert im Hintergrund. Ja, so, nur mal jetzt so eine biblische Nummer zu nehmen, wo ich jetzt so ein paar Analogien sozusagen, die üblichen Ausdeutungen mir schon mal angehört habe. Und das ist durchaus. Da kann man schon was mit anfangen. Da muss man jetzt auch nicht komplett sich ein zurechtspinnen, um da eine gewisse Parallele zur Jetztzeit zu finden. Aber im größeren oder im konkreteren Detail ist das denn doch alles nochmal so schwammig. Da, ja, und da ist es letztendlich auch so, dass die einzelnen christlichen Sekten oder die anderen, es gibt ja auch Prophetie, auch im Koran und so weiter. Das, Also eben, du kannst da viel hineingeheimnissen, aber es fehlt letzten Endes, also meistens eigentlich doch der konkrete Anhaltspunkt. Das, was Irmer ja etwa liefert. Beispiel, wenn es hier steht, die große Ruhe bei dem Johannes, bei der Johannes-Offenbarung. Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachfarbenen Tier. Das war voll Namen der Lästerung und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Ja, schwierig. Ja, gut, möchte ich aber schon auch widersprechen. Mache ich hoffentlich gleich, sobald ich die Textstellen finde. Vorab mal gesagt, fand ich das jetzt schon mal sehr überraschend, wie echt intelligenter der Christian gerade geantwortet hatte auf meine Frage. Ich will das noch mal ein bisschen rausstellen auch, ja. Also er hat ja eben dann, ich habe ja quasi gefragt, diese Bibelprophezeiungen, sind die jetzt A, aus B oder irgendeinem C. Argument herbeigeführt, kommen die, weil die Welt zyklisch ist oder. Und er hat ja im Grunde alles vereint. Das hat mich auch überrascht, eben diese Antwort. Er hat ja quasi gesagt, die Weltmatrix funktioniert zyklisch, so wie Jahreszeiten oder sowas, und ist deswegen dann prophetisch vorhersagbar, offenbart sich durch einzelne Medien oder Channels, die Teil ja des großen Ganzen sind und wird letztendlich dann durch höchstweltliche Kräfte herbeigeführt. Und das ist schon geil geantwortet, ja. Also ist das in deinem Sinne hoffentlich auch zusammengefasst? Nein, ich geht gut runter, die
Oh. Ah, Schlauer ich hab's Denker, ja jetzt gell? auch. Ja, dann wäre ja tatsächlich auch Rhythmik drin. Also gut, du hattest jetzt eben so ein schwammiges Zitat. Richard, ich Ja, gucke ist keine Ahnung. gerade, gibt es das dann in meinem alten Buch? Da haben wir es doch, in meinem alten Buch. Es gibt aber auch, Dreh mal rum. Buch. ja, das ist ein älteres von 2006, der verborgene Plan. Und damals, ihr könnt euch erinnern, hatten wir das ja Da noch. sind wir ja, aber 666, also ist das Genau, dabei. die 666-Prophezeiung. Niemand wird mehr kaufen und verkaufen können, der nicht hat das Zeichen des Tieres in seiner Hand oder auf seiner Stirn. Kannst sagen, okay, Frank, ich habe kein Zeichen jetzt bislang, Ja, ich hab's aber hier. es entwickelt sich in diese Richtung. Sehr, sehr exakt, die Dinge. Da muss ich schon sagen, das ist gar nicht schwammisch jetzt, Richard. Das ist sehr konkret. Das ist Das sehr ist sehr konkret. konkret, das ist sehr konkret, ja. Ja. Da Vielleicht schreibt hat es auch. auch einfach damit zu tun, dass es auch, Ah. man sich auch da richtig einschwingen muss, weil da hat jemand etwas gesehen und hat es kodiert auf eine Art und Weise oder hat es eben in dieser Poesie auch belassen, außer jetzt bei diesem konkreten Beispiel. Vielleicht muss man sozusagen in den gleichen Flow hineingehen, um zu spüren, was es eigentlich meinen könnte. Also es Okay, gut, ich lass gibt mal weg dann. Ja. ja noch weitere Beispiele, wo man überlegen könnte, ist das vielleicht New York? Ja? Ich warte mal, warum ist hier? Ich finde es gerade nicht, aber in dem Fall, wo man glauben kann, dass wie war das nochmal, dass die Kaufleute jammern darüber, dass die Stadt ihren Untergang entgegengeht. Und wo man sich denken könnte, vielleicht, weil es eben die Hauptstadt des Handels sei, ist das vielleicht New York. Ja, es ist ja, also Könnte man so sehen. wenn ich da so in gewissen amerikanischen Internetforen mich da umschaue, dann ist das Katzengejammer, gerade was New York angeht, gerade was auch die dort den Händler und so weiter angeht, das ist damit am höchsten in den ganzen USA, würde ich sagen. Wie meinst du das genau? Das hat erstmal damit zu tun, dass da New York massiv auch viele Einwanderer aufgenommen hat. Ja, da sind ja ganze Hotels da voll Flüchtlingen aus Südamerika. Und das sorgt natürlich für jede Menge Trouble, wenn man die da einfärscht und ohne Aussicht auf, ja, wie sie aus ihrer Situation rauskommen, permanent auch vor der Angst, da vor die Tür gesetzt zu werden und so weiter. Und da jede Menge Händler drumherum eben kein Geschäft mehr machen, weil Touristen da riesen Bögen drum machen. Und dann kommt eben das allgemeine Situation von New York da auch zu tragen, die noch mit ganz anderen Sachen zusammenhängen. Dass es immer teurer wird, immer schwerer ist für Leute, da einfach ein angenehmes Leben zu führen. Das hört man immer wieder. Ich kann jetzt gar nicht, das ist wahrscheinlich auch von, ich sag mal, von gut bürgerlich bis untere Mittelschicht oder was, da ganz andere Probleme, die da auftauchen. Aber da in meiner Das interessiert mich jetzt persönlich auch nicht, aber in meiner peripheren Wahrnehmung habe ich da gerade was so aus Amerika und was da so in öffentlichen Chats so sich ausgetauscht wird, war da New York immer ganz oben, wenn es darum geht, dass die Situation immer tragbarer wird und viele darüber nachdenken, eben auch New York zu verlassen und dass da eben auch eine große Abflusswelle da ist von Menschen, die dort nicht mehr leben wollen, weil Wir hatten das ja auch mit dem Edgar Cayce, der hat ja damit schon angefangen, dass New York von der Flutwelle quasi dann überschwemmt wird. Wir sehen das jetzt dann auch in vielen Kinofilmen als bewusstseinsverstärkendes Ereignis. Und ich würde sehr, wirklich, ich weise noch mal darauf hin, ich würde mit euch sehr, sehr gerne mal diese Sendung Popkultur machen, Pop-Voraussagen, Simpsons, Illuminati, Kinofilme. Da ist eine Menge drin, dass wenn wir uns da mal ein bisschen jeder vorbereiten und da mal reingehen. Ja, Ja. gerne. Das. Das können wir fürs nächste Mal machen. Also das ist ein Thema, also gerade jetzt die Illuminati-Karten, das würde ich jetzt in die Popkultur mit reinschmeißen. Da bin ich auf jeden Fall firm.
Simpsons definitiv auch, obwohl da so viel Schundluder getrieben wurde, ja, Ja. da mit Bildermanipulation und so weiter, Ja. wo ich Gott sei Dank als Kind habe ich das oft gesehen, deswegen konnte ich sofort erkennen, wenn da manipuliert wird. Ja, oder das berühmte Trump, ja, Video die mit der Roll Rolltreppe. oder Ja. ja, was Ist ist es so die. manipuliert, das mit Trump? Das hat vorher stattgefunden, bevor das Video dann später rauskam. Also der wäre immer das Simpsons hat sich am Original orientiert und nicht andersrum. Ja, das ist definitiv Also verbockt. deswegen habe ich es immer sehr gerne. Ich bin ein Freund von Offline-Datenhaltung auf Festplatten. Ich habe zum Beispiel auch alle Illuminati-Karten digitalisiert, abgelegt. Und dann sehe ich zum Beispiel mein geändert Datum. Finde ich immer ganz klasse, weil damit hast du einen Bezugspunkt, für den du gerade stehen kannst, dass du sagst, ab da und da mit Sicherheit. Davor kann ich nicht ganz sicher sein. Ja. Das vielleicht mal für die Leute auch, die ja immer mehr zur Cloud-basierten Datenhaltung oder zur zentralen, dass jemand anderes für sie hostet oder sie sich den Kram ja immer aus dem Internet holen können. Das ist Orwell, ne? Das ist Orwell. Wäre aber auch schon wieder ein eigenes Thema. Richard, du hast was unheimlich Spannendes im Vorgespräch gesagt, in Bezug auf, ja, ich erinnere, ja, ich schreibe immer mit, den Elon Musk, so in der Art, sie machen Sterne unter den Sternen, hast du dich geäußert. Und Ja. auf, ja, kannst du da nochmal reingehen und das den Hörern Ja, vielleicht warte auch nochmal. mal. Das war eigentlich ein Zitat. Ich schaue mal schnell nach. War ein Zitat von Alois Irrmaier, Ah, sozusagen das wieder. Erstlingswerk von ihm. Irli, wieder. Von Irli, ja, irgendwie. Man kommt fast nicht ohne ihn aus. Gibt es da auch so eine YouTube-Kanalerin, die immer sagt, Irli? Ja, Nee, die kenne ja. ich. Ich Das glaube, ist die ist voll Irli. auf Katastrophe immer, die Dame. Also, nichts gegen sie, Gottes Willen, ja. Nein. Nein. Ich erinnere sie nur. Ich habe sie ein, zweimal so gehört, da ging sie voll ab irgendwie. Ja, ist auf jeden Fall ganz vorne beim Alarmismus mit dabei. Ja. Aber unterhaltsam, sehr unterhaltsam. Ey. Also auch durch die Stimme so, wenn es Ja, ankommt, mich ja. agitiert es immer ein bisschen, aber ab und zu schaue ich da auch rein. Na Also klar. ich habe hier was vom Kurier-Text, das ist von 1945 und das ist ein interessanter Text, weil er so erratisch eins nach dem anderen aufzählt. Also, weil der Irrmaier ja recht leutselig war und gern erzählt hat, das haben ja die Zeitungen mitgeschrieben, oder da sein Verleger, dieser Konrad Adelmeier, der daraus ein kleines Geschäftchen gemacht hat und Bücher veröffentlicht hat. Nun ja, und in diesem Text, wohl so ein Flugblatt, da ist zu lesen, so wird man falsche Sterne unter den echten schieben. Oder vielleicht würde man richtig sagen, unter die echten schieben. Oh, Satelliten, oder? Und dann kann man direkt danach weiterlesen, man wird alle Planeten besuchen, um zu sagen, Gott wohnt nicht dort. Doch die Planeten spucken sie aus, denn es sieht dort aus wie auf der Welt, bevor Gott sie schuf. Das ist doch eigentlich fast schon wieder das, was in die gleiche Richtung geht, was du gesagt hast, Frank, mit den Raketen, die nicht wirklich hochgehen, die nicht Oh, wirklich das können wir auch noch rauskommen. mal zeigen, ja. Also als Ja. Weltbild finde ich das sehr schön, was er da mitbekommt. Ich denke so, die Philosophie des Darwinismus, dieser Trostlosigkeit, unser einziges bewohnbares Staubkorn inmitten des öden Weltalles, das hatte etwas sehr Trostloses. Das ging ja in den 20ern so los mit der Quantenphysik und sowas. Vielleicht sogar Mitte 18. Jahrhundert dann philosophisch, als der deutsche Idealismus abgelöst wurde. Aber was ich auch interessant finde, dann ist der Irli ja auch so ein Rundkugel-Weltbild, Planeten, unser Erdballverfechter gewesen. Wenn ich deine Zitate richtig verstanden habe. Alle Planeten. Ja, die Ob die rund Philosophie sind, der wissen wir nicht. Planeten. Ja? Ob Ja. die rund sind, wissen wir nicht. Also das sind nur alle Ja, Planeten. okay. Aber Sterne unter den echten Sternen bedeutet ja, dass es schon echte Sterne gibt dann. Ja gut, okay. Ja, Nee, das na. ist schlecht. Ne? Ja, okay. Aha. Ist ja eigentlich auch egal, oder? Ist eigentlich auch egal. Ist eigentlich vollkommen egal. Ja. Wo waren wir? Ach so, hier. Ich möchte euch eine Folie nochmal zeigen. Genau. Geht eigentlich auch. Nee, geht an euch beide. Wie passt es zu euch beiden, diese Folie? Schaut mal. Hier.
zu den, jetzt sage ich dann mal, die neuzeitlichen Propheten. Der Herr Musk ist ja auch eine, wird als Figur auf diese Bühne gestellt, die ja auch bestimmte Verkündungen zu tun hat. Und der Herr Musk warnt jetzt zum Beispiel dann vor dem Bevölkerungskollaps. Also in Verbindung mit Diegelliste ist ja auch ein Prophetiemedium oder eine Desinfo, können wir alles drüber reden. Entblößen sich ja hier auch im Kontext der letzten 3 Jahre und den Geschehnissen ganz neue Sichtweisen. Wie stehst du dazu aus Sicht der Prophetie, Richard? Wie stehst du dazu, Christian, aus Sicht der Phönix-Hypothese? Ist doch spannend, das so unter dem Kontext zu sehen. Ja? Also Elon Musk ist in jedem Fall ein Phänomen. Und ja, er sagt, wir haben Bevölkerungskollaps vor uns. Was sagt die Prophetie? Das Gleiche. Das Gleiche, nur dass es nicht ganz so wenige zum Schluss sein sollen. Also weltweit? Weltweit, ja. Also weltweit? Naja gut, also wenn wir jetzt mal gucken, auf diesen prophezeiten Krieg, auf diesen Kometen, dann auf weitere Quellen, meinetwegen das Lindenlied, die Hälfte der Bevölkerung sei weg. Aber wie viel sind denn die Hälfte? Was ist denn nun die Hälfte? Wie viele Menschen gibt es auf diesem Planeten? Ja. Jedenfalls, also Zahlen, das ist ja so ähnlich wie irgendwelche Zeitvorhersagen, das ist unklar. Aber wenn man es ungefähr in ein Verhältnis setzt, würde das ja hier heißen, er meint 800 Millionen, also sagen wir 10% würden übrig bleiben. Das ist schon eine harte Zahl. Aber sehr viele würden aus dieser Sicht dieser europäischen Vorhersagen schon den Körper verlassen. Ja, das stimmt. Klar. Er sagt tatsächlich, das stimmt schon. Du hast recht, er ist sogar bei 10% nur noch. Da ist die Diegel-Liste ja Positivismus pur. Nee. Was ich interessant er redet ja von 75 Jahren. Das stimmt. Ja, Diegel-Liste geht ja gar nicht so weit. Hast recht, hast recht. Die wäre nächstes Jahr schon dran, müssten sie sich auch beeilen langsam. Mhm. Sonst wird es mit dem Diegel-Ding nichts mehr. Ja. Na, es sei denn, die schieben jetzt ja noch Pandemie-X dazwischen. Ja, genau. Das ist das X am Himmel. Dann jetzt aus Twitter, wo wir gerade bei Musk sind, wird auch X. Also X ist sowieso die Madonna damals mit ihrem Auftritt und der Augenklappe und dem X. X ist so ein komischer Modebuchstabe. Kabbalah ist X. Ja. Kabbalah ist es die 6. Ja. F, O und X. Okay. Mhm. Eines Teils und anderen Teils ist Elon Musk halt nicht anzufangen. Der ist ein hakenschlagender Typ. Irgendwie ist er auch cool, wie er seinen Daumen in die Kamera hielt und meint, my name is not on the list. Mhm. Also, er ist schon interessant. Ich glaube, er hat, wie war das? Sonne, Quadrat, Uranus. Den fängst du nicht ein. Immer hakenschlagend. Ähnlich wie Kissinger hatte auch Sonne, Quadrat, Uranus. Immer hakenschlagend. Ja. Plötzlich war der in China Anfang der 70er Jahre oder in Saudi-Arabien. So schnell geht es. Auch jetzt der Herr Kissinger würde mich mal interessieren, was erlebt dieser Mensch jetzt nach seinen 80, 90 Jahren Erdendasein? Die gehen schnell rum. Wie sieht seine Wirklichkeit jetzt aus? Würde mich brennend interessieren. Weil irgendwie geht ja alles immer ins Gleichgewicht. Christian, was sagst du dazu, Elon Musk, aus Sicht der Phönix? Er spielt seine Rolle. Und ich glaube, dass das System im Ganzen oder sagen wir mal aus der obersten Abteilung, ja, ist es, glaube ich, auch erlaubt. Es ist erlaubt, wer wissen möchte, der soll auch, das Wissen wird ja nicht versteckt. Mhm. Also gerade wenn ich jetzt von meiner Realität ausgehe, ja, dann ist das mein Buch ist draußen, das, was ich weiß, ist da irgendwo im Äther. So, und Leute können sich das angucken. Es wird nicht verboten oder auf den Index gestellt. Es ist da, es interessiert vielleicht auch nur einen ganz kleinen Prozentsatz. Ja. Aber das der Musk ist letztendlich dazu da, auch nochmal ein paar Nuancen hier und dort zu setzen. Und vielleicht Leute auch wieder an einer Stelle lenkt er die Leute wieder ab und an anderen Stellen sagt er vielleicht sogar wieder eine sehr profunde Wahrheit. Und was seine 10% angeht, aus Sicht der Phönix-Hypothese, letztendlich, wenn wir davon ausgehen, dass die naheliegendste Ausdeutung dieses jetzt bei Irmeier als Komet oder als Erdbeben und Überflutung letztendlich als Einzelsymptome da aufschlägt,
Dann würde ich sagen, geh einfach durch, wenn du durchgehst. Ladekabel. Nimmst du das denn? Ne, Ja. Transitstrecke, sorry. Okay, Ja, ist gut. dann stehen wir, ach so, wenn wir das als diese Einzelsymptome sozusagen zusammenfassen und versuchen, das in ein wissenschaftliches Weltbild zu oder in wissenschaftliche Modelle zu zwängen, wie gesagt, da haben wir uns schon drüber unterhalten, dann sehe ich da sowas wie am naheliegendsten eine Erdmantelverschiebung oder Erdkrustenverschiebung nach Hapgood, nach Charles Hapgood, auch wenn er vielleicht nicht in die Details exakt richtig war, was jetzt die Gradzahl und so weiter angeht, aber das würde ich schon sehen und als Auslöser kann das durchaus auch ein Exoplanet sein, sowas wie Planet X oder Nibiru, so fand man an der äußeren Darstellung. Ja, selbst für Flacherdler kann man sagen, okay, zumindest ist es das, was uns da am Schirm im Äußeren präsentiert wird. Also an Okay. Ausdeutung ist viel möglich, Christian. Mich hat jetzt Ja. von deiner Richtung eher Ja. interessiert, so passt es rein in dein Ding? Ja, wenn ich dieses Modell nehme, ja, Mhm. und das versuche auf einer wissenschaftlichen oder rein rationalen Ebene, dann sind 10% durchaus eine nachvollziehbare Größe. Ja, also, und vielleicht trifft er damit direkt ins Schwarze. Vielleicht bin ich da auch zu pessimistisch oder vielleicht ist er es. Das wissen wir nicht. Was wir wissen, ja, Aber schön. aufgrund der Basis, dass sagen wir mal, dass letztendlich ich nicht nur rationaler Mensch bin, sondern sage, dass der Tod in dem Sinne ja auch nur eine Brücke ist in eine andere Realität, sehe ich das jetzt persönlich jetzt. Wenn es soweit ist, werde ich da sicherlich anders drüber denken, möglicherweise, aber kann ich das auch zumindest im jetzigen Moment das auch weniger dramatisch erkennen, ja, dass da vielleicht eine Reduzierung auf dieser großen Ordnung stattfindet. Wenn ihr es schon mit dem Elon habt, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht unterbrochen, Christian, Richard. Du wolltest was sagen, oder? Nur in dem Sinne, dass er spannend ist, weil er schon Transmitter ist. Also er liefert ja ständig Botschaften. Richtig, richtig. Und auch Botschaften, wo man sagen muss, ich meine, er ist nicht irgendwer. Wenn ein Christian Köhlert ein Buch veröffentlicht oder ich eins oder du, Frank, wir sind ein Irgendwer. Der ist aber sehr reich und der hat besucht den chinesischen Staatspräsidenten und so weiter und so fort. Und andererseits haut er da rein wie Blackmailing by Money, fuck them. Also der haut es dermaßen raus. Es ist schon wirklich, es ist schon spannend, das zu beobachten. Insofern finde ich das, was ist da jetzt nun erlaubt, ja? Das ist schon so eine spannende Frage. Ich würde mal sagen, dass der schon auch mit sich selbst spielt, auch mit dem eigenen Leben. Vielleicht ist er unberührbar auf eine Art, aber es ist schon ein Widerspruch. Und wenn man sich anschaut, die Entwicklung von Leuten, die sehr gut waren und dann aber schließlich in die Ecke gebracht wurden, Politiker und so Olaf Palme oder Banker wie der Alfred Herrhausen, die waren dann weg. Er ist immer noch da. Warum? Also entweder ist er nicht berührbar, auf eine Art unverletzlich, er weiß vielleicht sehr viel, oder aber es ist auch die Zeit, die verlangt, dass vieles, wie du gesagt hast, Christian, tatsächlich offengelegt ist. Das ist sozusagen nicht mehr notwendig. Es ist eine andere Zeit als etwa Olaf Palme und Alfred Herrhausen. Nur so ein Gedanke jetzt mal. Ja, ich meine, Olaf Palme oder Herrhausen oder die hatten ja immer nur ein Wissen auf einer ganz bestimmten Ebene. Ja, und ich glaube, es geht gar nicht da. Ich glaube, das von der höchsten Instanz her soll uns schon das Angebot gemacht werden, selbst in die tieferen Ebenen, auch in die unangenehmen. Ja, und ich sage mal, Prophetie ist in der ersten Linie jetzt nicht unbedingt angenehm, weil der Durchschnittsmensch schon nach Stabilität und Harmonie strebt, wie wir Ja. alle. So, sich in diese Themen hineinzubegeben, braucht ja schon mal so ein bisschen Mut oder so eine gewisse Überzeugung, dass mir die Wahrheit wichtiger ist als, sagen wir mal, eine schöne Lüge. Also da muss man sich auch erstmal alles angucken. Und es soll, glaube ich, in dem Sinne, soll
Sollen wir schon in die Lage versetzt werden, das Gesamtbild zu erkennen, wenn wir das wirklich möchten? Gleichzeitig soll dieses Gesamtbild aber auch niemanden aufgedrängt werden. Ja, das ist sozusagen der freie Wille immer, auch der freie Wille, das Gesetz des freien Willens, das basiert auch auf den hermetischen Gesetzen und beinhaltet eben auch das Recht auf Ignoranz. Es klingt erstmal schräg, aber der Mensch hat ein Recht auf Ignoranz. Und wenn du, sagen wir mal, wenn so ein Herrhausen oder ein Olaf Palme, sagen wir mal, irgendetwas rausgehauen hat, hätte, was das gesamte politische Spektrum komplett auf den Kopf gestellt hätte, dann wäre das so ein arger Eingriff gewesen, auch in dieses Realitätsmodell von verschiedenen Menschen, ohne dass sie wirklich darum gebeten hätten, ja, und was ihre gesamtes Weltbild sozusagen auf den Kopf stellt. Das ist so in dem Sinne, soll das nicht sein. Das ganze Spiel würde auch zusammenbrechen. Aber wenn es darum geht, Dinge anzudeuten oder sagen wir mal von anonymen Quellen die Wahrheit erzählen zu lassen oder von Nobodies, ja, die vielleicht auch nicht die hundertprozentige Wahrheit, aber irgendwie schon einen sehr hohen Wahrheitsgehalt von 85, 70 bis 85% erreichen, dann ist das okay. Ja, weil nur die, die wirklich danach suchen, auch darauf stoßen und nicht irgendwelche Unbeteiligten, die eigentlich gerne eigentlich ihr naives Weltbild aufrechterhalten möchten. Ja, dass die sozusagen da nicht kompromittiert werden oder in dem Sinne forciert werden, ihr Weltbild komplett. Und wenn jemand mit Autorität, das ist ja nun mal die Masse ist ja nun mal autoritätshörig, ja, wenn da jemand mit Autorität und Elon Musk ist ja nun mal jemand mit Autorität, mag man sich streiten, wie das jeder Einzelne sieht, aber dann hätte das einen massiven Impact. So, aber er kann gewisse, ihm ist es erlaubt, gewisse unangenehme Wahrheiten anzusprechen und wer denn selber danach buddelt, der könnte dann noch tiefer in das den Kaninchenbau kommen. Aber es ist das, die Welt in dem Sinne, dass das Management von Informationen ist immer so angedacht, dass es uns nicht wirklich verboten ist, das größere Bild zu erfassen. Und zu erkennen, was hier gespielt wird und was vielleicht auch der Sinn des Spiels ist, was Realität ist, dass Realität nicht nur dieser vierdimensionale Raum-Zeit-Kontinuum physischer Raum ist, sondern dass da mehr ist. Das liegt eigentlich auf der Straße. Aber du musst dich schon selber bücken. Und diese Kräfte, die, sagen wir, mit Autorität auf der Bühne stehen, die scheinen mir immer, einige davon machen ein paar Andeutungen, ein paar Spitzen. Aber die werden natürlich niemals, sagen wir mal, Türen öffnen, für die das Kollektiv noch nicht bereit ist. So. Ich hoffe, das war nicht zu so kryptisch. Also jetzt habe ich ganz vergessen, wir brauchen es ja im Grunde. Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen jetzt, ja, die Folie. Wir reden die ganze Zeit so. Die Frage dahinter hier ist im Grunde, warum ist die Mondlandung heute schwieriger als vor 50 Jahren, so wie AOL das da beschreibt? Was sagt ihr zu diesem Mysterium, dass wir 1969 eine Mondlandung gehabt haben? Jetzt sind alle Pläne leider weg. Die Aludosen und mit denen man hochgeflogen sind, kann man nicht mehr so nachbauen. Die Computer gab Bänder es wurden keine. überspielt. Bitte? Die Bänder wurden überspielt. Ja, Aus und Versehen, ja. also gibt es eine Menge lustiger Mysterien. Dann hatten wir ab 43, 44 hatten wir V1 und V2. Aber heute bei dem Herrn Musk explodieren ständig diese Raketen. Ist die Raketentechnik auch viel schwieriger als früher? Also da gibt es einen Haufen Widersprüche und wir haben es im Vorgespräch, habe ich es auch schon mal kurz angedeutet, die Evolution, die Fortschritte in der Flugzeugtechnik und die in der Raketentechnik sind nicht synchron. Das ist seltsam, das ist nachfragenswert. Hier, das kann man jetzt ausdehnen bis zu einer Weltbildfrage. Ja, ich wollte es einfach mal so zur Diskussion stellen. Was sagt ihr dazu? Ist doch komisch, oder? Die Offenbarungszeiten, in denen wir leben. Ja, und da sich, also da würde ich mich auch nicht auf ein entscheidendes
Weltbild oder Geschichtsschreibung würde ich mich da auch gar nicht hinreißen lassen, jetzt zu sagen, waren die jetzt auf dem Mond oder waren die nicht auf dem Mond oder waren die auf dem Mond, aber die haben trotzdem die Bilder gefälscht, weil vielleicht da der Mond dann tatsächlich aus Käse war oder was weiß ich. Oder gibt es den Mond gar nicht? Ist das nur eine Projektion am Himmel hinterm. Ja, gibt's alle, ist alles möglich, aber ich meine, allein dieser Fakt, wir haben eine Mondlandemission 69 und jetzt gibt es dauernd eigentlich Probleme. Die Russen hatten Probleme, die Chinesen haben Probleme, der Elon Musk hat dauernd Probleme, aber das Thema Mond wird auch ständig massenmedial ausgepackt, damit dann das Problem öffentlich ansehbar ist. Also es ist sehr, sehr seltsam, die ganze Geschichte, ja. Das stimmt. Ja. Bis hin zu, ist der Mond überhaupt, ist der natürlich dort? Oder Ist wurde der der noch? dahin Oh. gebracht? Oh, da habe ich Ja. auch, warte mal, dann, oh, dann, okay, komm, dann füttern wir da auch nochmal, da habe ich eine Folie aus einem Vortrag. Ja, das ist einfach schon sehr interessant. Passt mal auf, gebt mir 2 Minuten. Dann füttere ich da mal was nach mit Mondanomalien. Die da, gell? Die da, komm. Sibylle von Prag, 1616. Ui. Sie bauen einen Turm aus Stahl und Wasser und wollen damit das Weltall erobern. Aber die Menschen werden diese Vermessenheit schwer zu büßen haben. Gut, gell? Nicht bücken, büßen diesmal. Also basierend Ja, auf müssen schon einigen mal. Remote Viewing Sessions, die wir mal gemacht haben 2003, da war der Mond sehr, sehr anormal. Aber das wird jetzt zu lange dauern. Ich finde, ein paar Sachen sind sehr, sehr interessant. Einmal, dass der Mond nur 1,2% des Erdgewichts haben soll, wird uns gesagt, währenddessen er ein Viertel so groß ist wie die Erde. Okay? Er hat ungefähr Okay. 0,29 ist der Divisor zur Erdgröße, was uns gesagt wird, aber er hat nur 1,2% des Erdgewichts. Allein das sagt schon, dass er wahrscheinlich, dass er hohl sein müsste. Dann gab es bei Apollo 12 und 13 einen Glockeneffekt, als die Module auf dem Mond aufkamen. Er schwang nach über 1 Stunde, wird gesagt. Das ist jetzt gesichertes Wissen. Ne? Das ist kein Schwurbelkram. Ja, dann, ja, es gibt viel. Ich will jetzt hier nicht dozieren. Tatsächlich haben wir es zu tun mit einer Menge Mondanomalien, die das, was du sagst, Christian, nahelegen. Ja, und das für allein die Tatsache, dass wir nur eine Seite vom Mond sehen. Wir Ja. sehen nur eine Seite. Dann diese Exaktanordnung im Weltall, dass bei einer Mond- wie Erdfinsternis Größenverhältnisse und Entfernungsverhältnisse so passen, dass das eine deckungsgleich das andere überdecken kann. Ja, je nachdem Mond, Sonnensystem. Ich kann noch eine Anekdote raushauen aus eigenem. Also in eigenen Erinnerungen. Sagt euch der Name Jim Humble was? Ja, klar. Mittlerweile Ja. verstorben. Ja, der hat so ein Medizinprodukt, was ich hier gar nicht nennen Das war möchte. der mit dem CDL, gell? Ja, so, genau. Behalten wir doch den Begriff dabei. Ja? Und der war ja kein Arzt, Doktor, sondern er war Doktor ich glaube, so tatsächlich irgendwas wie Engineering. Also der war eigentlich Raketentechniker, auch in der Zeit, der war im Apollo-Programm mit verwickelt. Und er hatte verschiedene Patente, hielt er, unter anderem auch für irgendwelche Waffensysteme. Also er und die amerikanische Regierung waren mal für eine Zeit lang beste Freunde. Und der hatte mir dann, den habe ich ein paar Mal getroffen und auf einer längeren Autofahrt habe ich dann mit ihm mal über sein Apollo-Programm gesprochen. Und die Frage, die ich ihm natürlich gestellt habe, Mond. Mondmissionen, hat das wirklich geklappt? Waren die auf dem Mond? Ja, nein. Und er hat gesagt, ja, das war halt so compartmentalized, wie sagt man auf Deutsch, also dieses ganze Projekt waren so viele einzelne Schubladen oder Segmente zerteilt, ja, dass er sozusagen, er hat wirklich nur an diesem einen Raketenmodul gearbeitet. Ja, da wo das schon wieder dran geschraubt wurde, da gab es einen Verbindungsmann. Und der wusste auch nur da, wo die Verschraubungsstücke sind. Ja, und diejenigen, die letztendlich das gesamte Projekt überwacht haben, das wurden dann halt immer weniger. Und dementsprechend kann er das auch nicht sagen. Aber er hat dann, naja, wo er da gearbeitet hat, ist dann in eine Kneipe gegangen und hat dann da eben doch Leute getroffen, wo er gesagt hat, ah, ihr arbeitet für denselben Verein.
Und so sind da eben auch Freundschaften in andere Compartments entstanden. Und der eine hat ihm dann mal irgendwann von der Mondmission Bilder gezeigt. Und zwar von Strukturen auf der dunklen Seite des Mondes. Genau. So, und das hat er selber gesehen und das waren Fotos. Jetzt kann man natürlich wieder die Frage stellen, was für Fotos wurden dem da durchgereicht? Ja, das, was der Jim da gesehen hat und letztendlich das, was der Typ ihm, der es ihm gezeigt hat. Ja, ich meine, der hat auch bloß einen Film in der Hand bekommen und jetzt hier analysier mal. So, wo die Bilder herkamen und was die Bilder geschossen hat und ob die überhaupt real sind oder ob das einfach nur eine Maßnahme war, sozusagen, um diesen ganzen Mythos Mondfahrt überhaupt noch mehr Glaubwürdigkeit zu geben, indem man sozusagen gleich noch eine zweite Realitätsebene von der dunklen Seite mit unterschiebt. Ja. Das kann ich alles auch nicht sagen. Aber das nur mal so aus selbst, ich kann nur sagen, dass selbst Kreise, die selber dort involviert waren in das Projekt und dicht eigentlich dran waren, wie man meinen möchte, am Ende keine letztendliche Aussage darüber treffen konnten, was ist da wirklich passiert, waren die da oben oder nicht. Ja. Also Mond, bin ich bei dir, ist total mysteriös. Ich habe mich da mal mit Buchrecherchen 2, 3 mit befasst und auch wegen der RV-Sessions damals. Und mir fiel damals auf, dass es x Hobbyastronomen und Berichte gab aus dem 19., 18., 17. Jahrhundert, die schon immer damals hochgeguckt haben, haben dann gesehen, da sind Lichtpunkte etc. Also diese Mondanomalien, die gibt es seit Jahrhunderten. Und dann habe ich mich jetzt vor kurzem wegen einem Vortrag nochmal eingelesen. Und war total erstaunt, als ich gesehen habe, Mensch, auch heute, wenn du jetzt heute ins Internet reingehst, findest du Seiten von Hobbyastronomen, die auch jetzt, also quer verteilt aus Italien, aus Spanien, die jetzt mit ihren kleinen Ausstattungen dann immer wieder feststellen, da sind Lichtpunkte, die über den Mond fliegen, ja. Ja, oder auch so eine Welle, die über den Mond drüber geht, Auch. wie so ein digitaler Fehler. Also es ist, ich Und weiß, es ist. was du jetzt da sagst, und dieses Buch, wir fanden, ich glaube, End-60er, wir fanden außerirdische Basen auf dem Mond. Ich glaube, zwei Amis oder so, die das geschrieben haben, ne? Die dann so auf der Rückseite sagten, sie hätten da Fotos drüber oder so. Das Oder die Stories, dass angeblich hier sowas. schon das Dritte Reich da mit irgendwelchen Hauenbuchen da hochgeflogen sind. Ja, genau, das hast du dann auch. Ja. Das Thema ist so breit. Ja, und bis du da nicht selber oben bist mit deinem Raumanzug und Richtig, da ja. mal reinkiekst in den Bunker, wird das für dich, bleibt das ein spekulativer Also, ja, Rahmen. klar, ich erwarte jetzt Gottes Willen auch nicht in der Diskussion, dass wir das in der Tiefe auseinandernehmen. Können wir sicher auch, denn ich genieße in der Runde insbesondere, dass wir überhaupt in die Tiefe gehen können. Also, was wir hier tun, ist gerade spontan und du kommst jetzt mit Haunebu allem an, einfach weil wir seit 20 Jahren in den Themen drin sind. Und das macht die Runde geil, ja. Wir können alles sofort anpacken. Das ist das Gute. Ja, jetzt. Sind wir leider verlieren wir mal schnell den Faden, ja. Man Ja, weiß nie, stimmt, wir haben es welches ja eigentlich Thema mit wir. Prophetie zu tun, ja. Ja, gut, komm, einen noch hier auch aus dem Vortrag eine Folie. Der Spielfilm Moonfall, da wird quasi der Mond tatsächlich als planetare Struktur gezeigt, weil der Richard das ja angesprochen hat. Du hattest ja eben im Grunde gesagt, und sie bauen dann quasi einen, so habe ich es verstanden, einen künstlichen Mond oder künstliche Strukturen in den Himmel oder sowas, ne? Naja, man wird den falschen Stern unter den echten schieben. Nee, eben, Falsche das ist doch Sterne. mal was, Und ja. dass man die Planeten besucht, aber da eh nichts findet, weil die sind eh hässlich, da ist nichts. Ich hatte dich so verstanden, dass du eben auch noch was hattest. Gut, wir haben es aufgezeichnet. Ich möchte hier hinweisen auf ein Mysterium. In Filmen wie Moonfall kriegen wir den Mond als künstlich gezeigt. Und auch als hohl. Man kann reingucken rechts unten, ne? Im Vatikan hast du solche Art Darstellung, die jetzt für alle, die Ach. länger in der alternativen Szene sind, hohle Planeten, hohle Erden zeigen oder hohle, ja, Kugelsysteme. Weltbildfrage wieder. Und jeden Abend in der Tagesschau kriegen wir auch die hohle Erde gezeigt, ne? Oder hohle Planeten. Heute Journal. Das sind einfach, oder heute Journal, das sind einfach, finde ich, sehr signifikante oder nette Zusammenhänge, wo wir mal
so ein bisschen drüber nachdenken kann. Ja, der Moonfall, der wurde auch von dem Emmerich gemacht, ne? Genau. Also Ja. ich gehe immer, wo ich immer so drauf abstelle, um mich zu erklären dabei, ist so dieses Dreieck aus NASA, Spielfilmen, Tagesschau als Regierungsvertretung. Da gibt es einen Spielball, der wird hin und her geworfen. Und und in dem Fall jetzt auch noch Vatikan. Diese Kugel da steht im Hinterhof des Vatikans, ja, muss man dazu sagen. Und dahinter hast du eine Kuppel-Dom-Struktur, ja. Der Dom, Dome, ja. Kingdom, Freedom, Wisdom. Ein Dom. Aber gut, das führt auch wieder zu weit. Ja, ich mach's mal weg. Nur, ich möchte euch anregen, wisst ihr, Jungs? Ich möchte euch anregen. Naja, ich bin in meinem neuen Buch, bin ich natürlich diesen ganzen Themen auch auf die Spur gegangen. Ja, weil letztendlich wir haben ja einen Haufen Themen, wo wir uns nicht einig werden. Thema Geschichte. Ja, gab es Tartarier? Oder ist die Erde rund oder ist sie flach? Oder wenn sie rund ist, ist sie dann hohl? Was davon stimmt jetzt? Ja, und wir können uns darauf nicht einigen. Und ich kann auf der einen Seite hier das standardmäßige Weltbild kann ich genauso vertreten, wie ich kann mir aber auch hier die üblichen Flacherden-Dokumentationen angucken, Level 1 bis 3. Muss dann feststellen, auch wenn ich mir keine finale Meinung daraus bilden kann, muss ich feststellen, das ist jetzt nicht einfach dahergeschwurbelt. Also die Leute, die nehmen schon Argumente ran, die ich nachvollziehen kann. Und diese ganzen Paradoxien, die wir haben, ja, nehmen wir nur Geschichtsschreibung, wo sich Leute denn ewig darüber streiten können, wie denn Geschichte tatsächlich stattgefunden hat. Revisionismus, allein was im Dritten Reich gelaufen ist, bis hin zu, wie sind die Pyramiden oder wann sind die Pyramiden erbaut worden. Ja? Keiner ist sich einig. Der Punkt ist, aus dem Blickwinkel, dass diese Realität ein Konstrukt ist. Ja, und gerade bei Geschichte, da wird es ja noch besser. Nicht mal in unserer Erinnerung sind sich die Leute einig, wann Nelson Mandela gestorben ist. Ja, daher der Mandela-Effekt. Auch so eine Phänomene. Und die Sache ist die, dass alle Recht haben und auch alle Unrecht haben, weil es letztendlich keine fixe Realität und auch dementsprechend keine fixe Vergangenheit und dementsprechend auch keine fixe Form der Erde gibt, weil alles ein virtuelles Konstrukt ist und in diesem Konstrukt offensichtlich auch immer wieder eingegriffen wird mit irgendwelchen Edits und irgendwelchen Anpassungen. Dass es das einfach nicht gibt. Und die Erde ist in dem Sinne rund, ja, weil es wird für dich rund gerendert, wenn dein Glaubenssatz schon ist, die ist rund. Dann wird das, und die Darstellung ist ja sowieso, ob das jetzt ein Dom ist oder wie auch immer, es wird dir zumindest suggeriert, von welchem System auch immer du glaubst. Aber wenn du der Meinung bist, dass die Erde flach ist, dann wirst du auch immer wieder an Anomalien und persönlichen Erfahrungen treffen, die dich genau in diesem Weltbild bestätigen. Genau. Genauso, wenn du dran glaubst, die Vergangenheit war so und so, dann wird das auch immer wieder für dich so bestätigt in deinem persönlichen individuellen Rendering oder deinem eigenen intelligenten Feld oder nenn es dein Paralleluniversum, ja. Und dementsprechend haben alle Recht und alle gleichzeitig Unrecht. Und ich Ja. glaube, deswegen ist die Runde hier aber so gut. Ich empfinde es so, weil hier eine freigeistige, offene Atmosphäre herrscht. Wenn jetzt hier ein Vernagelter drin wäre, der jetzt egal welches Weltbild oder Geschichtsbild vertreten würde, würde ich sagen, okay, das taugt nicht. Das kannst du haken, ja. Also ich hatte noch einen Gedanken dazu, nämlich eigentlich ist es dann doch die Frage nach der Identität. Das, was ich glaube, dient mir. Und zwar in dem Sinne, dass ich eine Festigkeit bekomme. Also ist es auch sehr wichtig, dass eine Kultur sich tradiert. Und wenn die Kultur nicht mehr tradiert werden kann, sie aufgelöst wird, dann habe ich auch nicht mehr eine Identität. Und das ist genau das Phänomen des Massenmenschen. Das ist unser Problem ja momentan. Wir haben einen Verlust an Kultur und wissen nicht mehr so richtig, wo wir hingehören. Und das nächste, wo ich mich dann frage, ob die Erde rund, flach, eiförmig oder sonst wie ist, wie essenzvoll ist das, damit ich diese Identität bekomme? Weil letzten Endes behaupte ich, geht es um eins, so wie du auch gesagt hast, Christian, der Massenmensch oder auch ich selbst, wenn ich jetzt kein Massenmensch bin, will in einer Zufriedenheit sein. Ich will mich gut fühlen, nicht unbedingt säuisch, aber ich will halt mich, will geborgen sein. Zufrieden, content.
Content, ja. Content, Inhalt. Das stimmt. Content, ja. Stimmung, B-Stimmung. Da sind wir wieder bei dem ganzen Thema drin. Ja, und das ist es eigentlich so. Also, was ist die Essenz? Und da denke ich mir, es gibt so viele Sachen, die ich nicht weiß. Ich könnte mich vertiefen. Ich könnte eigentlich überhaupt nur noch schlafen gehen. Und zwar am besten gleich in der nächsten Bibliothek und dort am besten mich von A nach Z durchfressen. Und trotzdem weiß ich es nicht wirklich genau. Weil das, was wirklich die Essenz ist, ist das, was mich wirklich zufrieden macht. Also sind wir bei der B-Stimmung, bei dem, was du gesagt hast, Frank. Da möchte ich noch mal einen dazugeben, dann mal gucken, wie wir das angehen. Du hast gesagt, das Weltbild, wenn ich dich richtig verstanden habe, dient dir, dient der Festigung oder der Festigkeit dann der Dinge, Ja. die man vertritt, mit denen man sich mit Achtung, Achtung, Wortgewalt, dient dann der Dinge, mit denen man sich identifiziert, mit denen man zum Individuum wird. Und da sind wir jetzt in der Philosophie drin. Das Weltbild ist ein Teil des Egos, das ich habe. Ich habe ein Weltbild. Ja, Erich Fromm, haben oder sein. Ich habe ein Weltbild, ist ein Teil meiner eigenen Abgrenzung. Du sagst, dient der Verfestigung, das ist das stabilisierende positive Element. Auf der anderen Seite dient es der Versteinerung, Abgrenzung Ja. und der Vereinzelung, Abschottung. Kollektiv wie individuell. Ja, also hast ja heute politische Systeme mit einem Weltbild, auch Abschottung, Versteinerung und damit auch schon das Zugrunde gehen da drin. Komme ich an mit dem, was ich sagen will? Es ist ein Naja, Teil des Egos auch, der da drin ist. es ist ja ein Also Problem. Kulturschadierung ist ein Problem. ganz letzter Satz, Ja. weil ich möchte es rüberkriegen. In dem Maß, wie ich das allerdings herunterbringe in mir, also indem ich mich nicht verfestige, sondern wieder verflüssige, aufmache, und wegfließe in die Gemeinsamkeit, in das Nicht-Ich bin, sondern ich bin alles, verliere ich mich natürlich auch. Das ist ein Balanceprozess. Danke, danke. Ich glaube auch, dass es das ein schmaler Grat ist. Es ist letztendlich, ich glaube, runtergebrochen ist es so, dass wir verstehen, oder zumindest verstehe ich so, dass wir tatsächlich in zwei Realitäten gleichzeitig leben. Ich bin mein eigenes kleines Universum, teile mit euch, aber sagen wir mal ein kollektives Spielfeld. Das Kollektive ist das, wenn wir den Fernseher anschalten, wenn wir Telegram anmachen, da ist Nahe Osten, da ist jenes und so weiter und so fort. Aber letztendlich 99% meiner Zeit lebe ich in meinem eigenen Matrix, in meiner eigenen gerenderten Universum, was bestimmt wird durch meine Gedanken und durch meine unterbewussten Gedanken, Handlungen und Taten, ja, oder Worte und Taten. Ja, so. Und das ist letztendlich die Macht, die ich wirklich habe, die des individuellen Schöpfers oder des Mitschöpfers, genau, dieser Co-Creator-Gedanke, ja, dass wir ein Fraktal des einen Schöpfers sind, der zumindest in meiner Bubble seine Realität schöpfen kann. Gleichzeitig hänge ich aber auch in diesem kollektiven Feld mit drinne. Und das kann ich so viel ranlassen, wie ich möchte. Und ich glaube, es geht schon darum, sich zu festigen und zu sagen, ich bin mein eigenes Universum und das halte ich stabil, das halte ich sauber. Und da verstehe ich auch, dass ich der Schöpfer daran bin. Das heißt, alles, was auf mich zukommt, da habe ich die Kausalität gesetzt. Ja, so. Es gibt aber immer noch Element des Kollektiven. Also ich gehe in eine Kaufhalle oder Supermarkt, wie auch immer. Das ist ein typisches Ostbürgerwort, ja. Da bin ich im Kollektiv drinne. Ja, und da muss ich mich auch an die kollektiven Regeln so ein bisschen halten, aber auch nicht ganz. Selbst in dem Rahmen kann ich meinen eigenen Willen so ein bisschen in diese Matrix mit hineinsteuern. Gleichzeitig bin ich fest in meinem eigenen Weltbild oder in meinem eigenen Realitätskonstrukt. Gleichzeitig öffne ich mich aber auch für alle anderen und verstehe, dass die auch Co-Kreatoren sind, die ihr eigenes Weltbild schaffen. Und da kann ich sie jetzt unterstützen oder ich kann mich da raushalten, je nachdem, wie das auch mit dem freien Willen korreliert. Haben wir schon Ja. wieder ein Thema? Ja, so. Ich kann aber auch verstehen, dass was immer ihre Realität in ihrem Universum ist, auch in dem Moment, weil man es ja kreiert. Man wiederholt ja, die Welt ist scheiße oder die Welt ist super oder die Politiker sind alle blöd. In dem Moment ist auch das, was man auch immer wieder gespiegelt bekommt und das, was immer die Realität des anderen ist, auch wirklich seine erfahrene Realität ist und zu verstehen, dass meine erfahrene Realität meine ist.
So, und dass ich Verständnis haben kann, wenn jemand das komplett anders sieht, ein ganz anderes Weltbild hat, umso schöner ist es, wenn man natürlich sich innerhalb im Kollektiven oder wie wir jetzt und mit unseren drei Bubbles hier treffen und sagen, okay, wir haben eine schöne runde Deckungsmenge, aber es gibt trotzdem da Nuancen, die uns letztendlich individuell machen und die, wo wir ganz eigen darüber bestimmen, wie wir die Welt sehen. Ja, und ob wir da uns als Opfer oder als Täter oder als Mitläufer oder als von außen Beobachter sehen. Jeder kann da selber frei entscheiden. Die Frage ist nur, wie weit ist er sich bewusst darüber, dass er den Schlüssel in der Hand hält und die Macht darüber, über sein eigenes Feld zu bestimmen. Ja. Kleine pädagogische Anmerkung, und zwar, es gibt dort, ach, pädagogische, das ist eine Weisheit, es gibt dort diesen schönen Spruch, geh 30 Kilometer in meinen Mokassins, bevor du mich beurteilst. Ja, ist Und auch was mir gut. da echt hilft, ich habe neulich mal was gebracht, wegen Bubble. Man fährt S-Bahn, man fährt U-Bahn, man fährt mit dem Bus, viele Menschen und ab und zu jemand, der eine FFP2-Maske trägt. Und ich habe neulich in der Apotheke einfach eine Dame gefragt, wovor haben Sie Angst? Und da hat sie mir gesagt, sie wäre sehr schwer herzkrank. Der Effekt, den es bei mir hatte, war, dass ich aus meiner Beurteilung rauskam und diese Frau zumindest habe verstehen können. Das war mehr so ein Mitgefühl. Also mir hat das sehr geholfen. Ich möchte nochmal rückgreifen auf diesen Messerritt Individuum Gemeinwesen. Wir nähren den Bewusstseinsspeicher, wie wir auch von ihm genährt werden, je nachdem, wie wir in Resonanz stehen damit. Und letztlich möchte ich nochmal auf dich eingehen, Christian, und sagen, dass wir letztlich nicht gänzlich abgegrenzt sein können davon. Über unser Wesen schon, selbst wenn wir jetzt irgendwo im Busch leben, ja, oder Erfindungen haben es auch immer wieder gezeigt. An unterschiedlichsten Stellen werden die gleichen Erfindungen gemacht. Also wir sind nicht lokal verbunden, auch wenn du jetzt nach Sibirien auswanderst, ja. Aber es zeigt es auch sehr schön. Die letzten 3 Jahre haben es gezeigt, ne? Du konntest dich abschotten und trotzdem hast du diese Depri-Glocke insbesondere auch in Deutschland voll abbekommen. Warst du Teil des Gemeinwesens? Ja, auch Doppelsinn wieder in diesem Wort drin, das Gemeinwesen, also eine Wesenhaftigkeit, von dem wir ein Anteil sind. Oder geh ins Stadion oder lese Gustave Le Bon. Ja, der hat diese Effekte ja auch beschrieben. Ja. Massenmanipulation und so. Ja. Gruppendenken, Ja, und zu dir, Richard, wir sind halt auch Urteilungsmaschinen, andauernd. Also jetzt nicht zu dem, was du sagst, aber wenn ich mich selbst beobachte in der Interaktion im Alltag, bin ich dauernd am Urteilen. Und das ist ja, nicht gut. klar. Ja, finde ich gut, finde ich scheiße und so weiter. Ja. Ich glaube, es ist auch nicht, es ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, was so eine Meinung zu haben, ob man etwas unterstützt, ja, oder ob man sagt, nee, das ist ein, mit der Truppe laufe ich jetzt nicht mit. Okay. Das ist ein Unterschied, also, dass man da differenzieren muss. Also, es geht ja nicht darum, die komplette Gleichmacherei zu gehen oder mir ist jetzt ja alles komplett Wumpe oder die volle Indifferenz. Darum geht's nicht. Ich glaube, es geht eher darum, schon klar zu differenzieren, aber in dem Sinne nicht die Verurteilung in diese Gut- und Böse-Schublade. Und dass es mich persönlich agitiert, dass diese Person jetzt da eine Maske trägt. Ja, weil ich wieder eine Verbindung habe damit, dass ich glaube, das ist eins von diesen Schafen, die uns mit in den Abgrund ziehen. Ja, wenn du, da ist dann schon wieder so eine Negativbewertung und Ängste und damit auch im härtesten Sinne diese Verurteilung da. Zu Na klar. differenzieren, ich gehöre zu den Maskenträgern und ich gehöre nicht zu den Maskenträgern, ist völlig in Ordnung. Und sage, okay, der ist jetzt von meinem Team, der ist jetzt nicht von meinem Team. Und ich werde mich an dem Team hier nicht orientieren. Ja, sondern das ist völlig in Ordnung. Ja, aber die Frage ist das immer begleitet durch eine starke Emotion? Und da sind wir wieder bei Sehr Emotion, geil. Energy, Emotion. Ja, und weil Emotion letztendlich der Treibstoff ist für Manifestation. Also für dieses Variablen oder die Gausskurve des Wahrscheinlichen zu verbiegen innerhalb dessen, was uns in unserer individuellen Realität
begegnet. Und da habe ich jetzt meinetwegen so eine negative Emotion mit einem Maskenträger. Ja, dann ist doch klar, dass ich damit genau dieses Bild wieder füttere mit dieser Emotion. Ja, weil dem Konstrukt ist es erstmal egal, ob du da ein positives oder negatives Vorzeichen mitschickst. Negative Emotionen werden genauso benutzt. Um das nochmal so gegenzustellen, dann, wenn du sagst, die Emotion ist der Treibstoff der Manifestation, ja. Ja. Genau, das Positive, also in dem Fall das Negative, da hast du von geredet. Ich drehe es mal um, sag, das Positive wäre dann quasi das inbrünstige Gebet. Ja. 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 Die Inbrunst im Gebet macht dann die Manifestation aus. Ja. Noch besser ist die Dankbarkeit. Ja. Wenn du es wirklich fühlen kannst, ja. Ja. Ja, ja, danke. Gut, komm, ey. Wir sind eh schon nicht mehr bei Prophetie. Gebe ich nochmal einen mit dabei auf die letzten Jahre. Maskenträger oder Geimpfte, sind wir dabei wieder, weil du von Teams sprichst. Ich habe jetzt tatsächlich heute gerade eine Story wieder gehört. Besucht ein Sohn seine Eltern. Er ist studiert, er lebt im Ausland, er ist kein Dummer. Er ist Naturwissenschaftler, ja? Studierter Naturwissenschaftler. Diskutiert mit seinen Eltern, ob er sich ein viertes Mal impfen lässt. Er ist also dreimal geimpft, weil er Angst hat, dass er noch einmal so schlimm Covid bekommt, wie er es jetzt vor einem Jahr gerade hatte. Und viel mehr muss ich jetzt auch gar nicht mehr erzählen über Dinge, wo zumindest dann mein relativer Geist an die Grenzen der Logik und des Verstehbaren kommt. Wenn er dreimal geimpft ist und schlimm Covid bekam, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, dann in den ganzen Auffächerungen der Unlogik. Warum will er es dann ein viertes Mal tun, um sich besser zu fühlen? Ja, der wird sich innerhalb seines Realitätskonstruktes ist da eine Logik drin. Erzähl mir die, ich kontere sie. Natürlich, aus deinem Konstrukt heraus. Ja, dann lass uns doch das Spiel gerade mal machen. Wenn du jetzt wirklich den vertreten kannst, ich würde es gerne mal als Spiel dann jetzt nicht, wer ist besser oder so, ja. Um es mal zu kontern, ist doch ganz lustig. Ja, das ist rational, kannst du, okay, ich nehme mal die Herausforderung an, okay? Also was als erstes... Du musst ja auch machen, aber ich kann es nicht. Okay, in seinem Weltbild ist es doch so, ja, dass er wahrscheinlich akut anfällig ist für Covid, wahrscheinlich genetisch bedingt, so dass natürlich die Medien, Massenmedien, Dr. Fauci und so weiter ihm gesagt haben, dass natürlich die Impfung leider jetzt nicht Covid verhindert, aber die schweren Verläufe verhindert. Ja, ich weiß jetzt, Leute hassen mich jetzt schon dafür, dass ich das jetzt hier so argumentiere. Okay, so, und er hat Glück gehabt bisher, dass er geimpft war, sonst wäre er nämlich schon verstorben. Ah, stimmt, er wäre schon tot, ja. Der hat nur überlebt, weil ihn die Impfung dafür bewahrt hat, einen besonders schweren Verlauf zu haben. Aber er hatte doch schon einen schweren Verlauf. Er hatte schon. Er hätte einen tödlichen Verlauf gehabt. Aber die Impfung hat ihn dann nicht davor bewahrt, einen schweren Verlauf zu haben. Nein, okay. Ja. Nein, also ein richtig schwerer Verlauf ist ein tödlicher Verlauf. Okay, also als schwerer Verlauf gilt ab jetzt nur noch der tödliche Verlauf. Okay, also dann können wir sagen, solange er sich impfen lässt und nicht stirbt, war die Impfung... Absolut, absolut. Gott sei Dank hat er die genommen. Willst du jetzt Ketzer okay, sein? Hast gewonnen. Nö, ist gut. Du, ich kenne Leute, die argumentieren mir das so. Und da fällt mir auch nichts mehr ein. Also solange, also, das heißt ja, die können sich dann mit der Argumentation kannst du 30 Mal impfen lassen und solange du lebst, wirkt sie. Ja, und wenn du dann stirbst und jeder Impfkritiker sagen wird, das lag daran. Ja. Denn sind die immer noch glücklich, ich habe 2 oder 3 oder 4 Jahre länger leben können aufgrund der Impfung. Richtig. Und ich übernehme jetzt mal deine Position, du hast mich echt geflasht. Ich weiß nicht, ab dem 4., 5., 6., 8. Mal kannst du ja die Argumentation schon wieder rumdrehen und sagen, ich bin jetzt 8-mal geimpft, also kann es gar nicht daran liegen. Nee, nach dem 8. Mal hat sich's erledigt, weil dann ist derjenige dann an einem tödlichen Verlauf der Impfung gestorben.
Nein, Eben der nicht. ist. Eben nicht, weil dann wäre er ja längst tot. Das kann dann gar nicht. Oder habe ich es jetzt nicht gerafft? Oder habe ich es jetzt nicht gerafft? Nein, ich glaube, also wenn er weiterhin Covid bekommt, dann, wie gesagt, würde ich aus dieser Logik heraus würde ich da natürlich weiterimpfen, weil bisher hat ihm das zumindest das Überleben gesichert. Es ist so. Ja, Es aber ist, das ist die Realität, das wenn ist es die sein Realität. Überleben gesichert hat, warum lebe dann ich noch zum Beispiel? Ja, du bist eine Anomalie. Ich So, bin eine und Anomalie. die Anomalie und die lässt sich vorstellen, also statistisch bist du eine Anomalie. Also die Statistiken, die er gehört hat in der Tagesschau, die sagen was anderes. So, und du bist jetzt eine Anomalie und die kann man auch statistisch einfach ignorieren. Du hast Hat es wahrscheinlich ein damit zu gutes tun? Immunsystem oder was weiß ich, Haben wir es damit zu tun, genetisch. dass Spin-Doktoren hier unter Umständen Bläschenmanagement betreiben und alle mit den zugehörigen Informationen füttern, teile und herrsche? Ja, wie gesagt, wir haben da schon davon gesprochen, dass die Realität, ob das jetzt dieses Produkt betrifft oder ob das die Frage ist, wann ist Mandela im Knast gestorben oder die tausend anderen Ja, Dinge, die ja, ja. unter dem Mandela-Effekt zu verorten sind oder gab es Tartaria oder wie war die wirkliche Geschichtsschreibung? Wann hat der letzte Reset stattgefunden? Da wird's immer Experten geben, die sich ihr halbes Leben damit beschäftigen und dir Quellen noch und nöcher um die Ohren feuern und die in ihrem Weltbild absolut gefestigt sind. Und das Weltbild, was ich propagiere, ist einfach letztendlich, dass es diese fixe Wahrheit im generellen, übergeordneten Sinne des Konstruktes, weil es ein Konstrukt ist und weil dieses Konstrukt permanent nach korrigiert wird Justiert und wird. ja, justiert werden und was vielleicht ist das auch der Grund, warum irgendwann ein Reset fällig ist, und zwar so ein fundamentaler, wie wir reden, um diese ganzen Anomalien, um diese Ja, ja, ganzen ja. Paradoxien, die über Zeit entstehen. Ja. Ich meine, wenn du auf eine Ja, das ist ein Website, geiler Gedanke. ja, die müssen Nimm das wie bei den Computers. Computersoftware, die du jetzt schon x-mal geflickt hast. Du flickst hier, Exakt, da und dort exakt, und die wird immer exakt. instabiler und irgendwann sagst du, schüttel, weg mit den. Ex exakt, Ja. jede Sandbox, jede Spiele-Sandbox, also da, Ja. Ja. wo Leute sich auf Servern Gut. einloggen und gemeinsam irgendwie was die Umwelt verändern können, muss es immer nach einer gewissen Periode einen Vibe geben, weil so viele Paradoxien entstehen. Ich habe das selber schon erlebt. Ja. Ich habe mit Freund Computerspiel gespielt. Er sagt, bei mir liegt der Baum um. Ich sage, bei mir steht er noch. Hast du Age of Empires gespielt oder was? Nee, das war Ja, bitte. DayZ, wie auch immer. Aber genau das könnte der Grund sein, weil diese ganzen Paradoxien sich immer mehr auflaufen. Und wenn du einfach mal in so einem Computerforum, jetzt bin ich schon am Schweifen, so ein Internetforum reinguckst, wo Leute über ihre persönlichen, nicht die kollektiv bekannten Mandela-Effekte, wo sich tausende Menschen, weil es ein Kollektiv ist, sondern wo sie selber aus ihrer eigenen Erfahrung erlebt haben, Ja. gestern stand der Baum da, Ja. die nächste Woche stand er nicht da. Ja. Und dann komme ich wieder hin, da steht der Baum wieder da. Ich gucke mir den Baum ganz genau an, der sieht so aus, als wenn er da 40 Jahre gestanden hätte und dass ihn niemand berührt hätte. Aber ich bin mir auch hundertprozentig sicher, und da gibt es auch Leute, die ja sagen, ja, die auch diese Erfahrungen machen, die aufschreiben. Und da gibt es auch einen, die Geschichte, die habe ich jetzt mit meinem Buch mit reingehauen, als exemplarisches Beispiel, in dem Forum einfach anonym seine Geschichten geteilt hatte. Und er hat gesagt, das fing damit an, dass er immer als Kind, wenn er Geld gekriegt hat, dann ist er immer in der Stadt zu einem gewissen Süßigkeitenladen gegangen. Und hat sich dort Süßigkeiten gekauft. Und er hat sich schon immer gefreut, wenn er ein bisschen Geld geht, dann geht er dahin. Und eines Tages kriegt er wieder Geld, seine Mutter fragt ihn, wo willst du denn hin? Ja, ich will zu dem Süßigkeitenladen. Welchen denn? Na, der und der und der Straße. Und er sagt sie, hier gibt es keinen Süßigkeitenladen. Genau, Da ja. streiten sich rum, gefahren sie gemeinsam hin und da, wo der Süßigkeitenladen war, war nur noch eine Wiese, die überwuchert war. Und da stand schon seit Jahrzehnten kein Gebäude. Und da Mandela, er hat gesagt, Mandela hat den einfach mitgenommen. Und später hat er darüber nachgedacht, nachdem er in seiner
Erwachsenenleben mehrere solche Erfahrungen gemacht hat, zum Beispiel mit so einer Geschichte wie mit dem Baum, was ich erzähle, da sagt er, ja, es ist, sie lebte, seine Mutter lebte in ihrer Realität, da gab es diesen Laden nicht. Er lebte in der Realität, wo es den Laden ging, wo er auch mehrfach zu Besuch war und Süßigkeiten gekauft hat. Aber in dem Moment gab es da eine Diskrepanz, eine Paradoxie zwischen ihrer Paralleluniversum oder ihrem Realitätsbubble und seiner. Und das musste ausgeglichen werden. Und da ihre gewann, die Mutter, die Realitätsblase oder das Realitätskonstrukt der Mutter hat dann sozusagen gewonnen, weil die Sachen synchronisiert werden mussten, damit keine Paradoxie entsteht. Ja, der Laden kann ja nicht halb da sein und halb nicht da Das sein. ist So, und total spannend. Also ich verfolge das tatsächlich auch. Ich habe ein Traumtagebuch, wo ich Dinge einschreibe, aber auch Seltsamkeiten. Ich bin ja. mittlerweile überzeugt, wir leben oder switchen mit unserem Bewusstsein durch verschiedene Realitäten. Ich habe selbst schon und von Bekannten von verschwundenen Gegenständen gehört und sie erfahren. Und die liegen dann auf Sie einmal entdecken wieder sie. genau Und sie im liegen Raum. da Ja. wieder oder sie tauchen woanders auf. Es ist total irre. Und ich hatte vor 2 Jahren mittlerweile, hatte ich ein Beispiel. Es hört sich vielleicht trivial an, aber das war absolut unmöglich. Ich habe mir von einer Bekannten aus Kroatien 2 Ölflaschen mitbringen lassen. Die waren besonders geformt, sind besondere Flaschen. Eine mit, eine ohne Knoblauch. Die ohne Knoblauch habe ich direkt mal benutzt. Weil ich immer rumgeize, die mit Knoblauch, habe ich mich gefreut im Keller, ja, habe ich in den Keller gestellt und habe sie irgendwann hochgeholt. Da war die andere leer, ja. Ich hole die hoch, diese Flasche, und freue mich über den Knoblauch, schüttel den noch, der war da so drin in dem Öl, schüttel die Flasche und stell sie ins Regal bei mir rein. Knoblauch hat sich dissolved. Drei, Komplett. bitte? Der Knoblauch hat sich aufgelöst, lass mich raten. Ich nehme die Knoblauchflasche. Ich habe mir extra jetzt auch mein Tagebuch genommen, damit ich es nicht falsch sagen kann. Ja. Ich nehme die aus dem Regal 3 Tage später und es ist kein Knoblauch mehr in der Flasche und das Öl ist normal. Ja, Und vergiss es, dass das jetzt alles so ist. Das hat einer ausgetauscht und so weiter. Nein. ich habe auch so ein kurioses, ich habe in meinem Ganz neuen kurz, Buch. ich bin in den Keller gelaufen, ich konnte es selbst nicht glauben. Weil, bevor du jetzt merkst dir, es gibt Ja. mehrere, ich habe das untersucht, auch in meinem grünen Buch Alltägliche Wunder. Es gibt mehrere Sachen. Wenn du sie nicht aufschreibst, obwohl sie so sonderbar sind, vergisst du Ja. sie. Das ist schon mal komisch und du glaubst dir nie selbst. Selber denn nicht mehr, genau. Entschuldige, Ja. das so, aber ich wollte, ja, Nein, ist ja so. ich habe genau so ein Buch wie du, wo ich irgendwann auch angefangen habe, immer mit ein bisschen Zeitverzögerung, weil dann kam der nächste Schub von Merkwürdigkeiten in meinem Leben und dann habe ich es immer angefangen, wieder aufzuschreiben. Und ich habe in meinem neuen Buch, habe ich einfach, ich hätte auch die Merkwürdigkeiten von anderen Leuten aufschreiben können, was weiß ich, die Synchronizitäten, die Jung selber beschreibt, die er hatte mit seinem Skarabäuskäfer, der da plötzlich am Scheibenfenster in der Schweiz klopft, nachdem seine Patientin ihm von dem Skarabäus-Traum erzählt hat, ja, so, wo er gesagt hat, okay, dass diese Phänomene brauchen jetzt hier eine wissenschaftliche Grundlage oder zumindest mal einen anständigen Begriff, also Synchronizitäten. Okay. So, und ich habe auch mein Buch der Merkwürdigkeiten und Synchronizitäten aufgeschrieben und das ist wie ein Panoptikum der aus Akte X oder aus Twilight Zone, ja. So, und habe da auch ein paar Sachen zitiert, wo ich sage, okay, das kannst du jetzt mal rauslassen. Das kannst du schon mit den Menschen teilen, wenn du schon davon fabulierst, dass wir in so einer Art virtuellen Konstrukt drin sind, dann musst du vielleicht auch mal ein bisschen die Sachen erklären, die dich persönlich als gelebte Wahrheit oder als gelebte Erfahrung und nicht als irgendein wissenschaftliches Modell oder irgendein Konzept, was du da aus irgendwelchen alten Büchern hast, sondern das, was du erlebt hast, was dich darin bestärkt, dass die Realität nicht so physisch ist und dass da gewisse hintergründige Kräfte oder Mechanismen am Werken sind, die nicht auf einer rein materiellen Ebene wirken. Ja, und gut, da können wir eine eigene Sendung drüber Da machen, dann könnten würde wir, ich dir die. vielleicht machen wir das auch. Ja. Ich versuche dann immer die Attribute zu sammeln von diesen Effekten, ne? Ja. Womit die Eigenschaften. Also du hast eine weitere Ebene, nämlich gesagt, die Effekte kommen schubweise im Leben.
Ob das eine Elektroserie von kaputten Waschmaschinen jetzt ist, dann zum Beispiel, kommt in der Schubweise. Und die Energie, die oftmals damit einhergeht, mit diesen Effekten, ist, die geht so von Augenzwinkern. Da ist immer so ein bisschen so ein Humor mit drin, der kann aber bis sarkastisch gehen. Ja, definitiv. Da ist so eine, gell? Ja. Der Schöpfer offenbart da seinen Humor, definitiv. Ja. Aber es hat auch sowas, du wirst so ein bisschen dumm hingestellt. Also es hat auch so etwas von, guck mal, wie doof du bist. So, Ja, und du wirst es niemals beweisen können, das stimmt. Du hast nur eine ist Anekdote zu übel. erzählen. Und da sind wir wieder bei der Unschärfe, Christian. Da Ja. hast du Quatsch, ja. Das Hier, wir stimmt. könnten stundenlang noch. Das ist auch total geil, aber wir haben, ich glaube, fast 3 Stunden Ich glaube, Material wir gemacht. haben, Ne? ja, du hast, Mehr ja. als genug. Mehr als genug. Ja, du, Ich was, habe doch wenn gesagt, wir brauchen keine 20 Folien, um du. mir Ah, das stimmt. zwei Stunden Ja. mit quer Ja. durchs Gemüsebeet zu füllen. Immer wieder. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal einfach so eins, zwei Hauptthemen, mit denen wir starten und dann gucken wir weiter. Ja, wir können durchaus auch nochmal, also gerade was das Illuminati-Kartenspiel angeht Cool. und diese populären Predictions, da können wir uns nochmal drauf stürzen. Also da habe ich auch ein, ja, da habe ich auf jeden Fall ein Faible für, Da ja. habe ich noch alte Folien von vor 20 Jahren, Ja, darf und ich die dann kannst du die auch raushauen, mitnehmen? ja. Okay. Ja, Jungs, Es hat mir echt herrlich. Spaß gemacht mit euch wieder. Wirklich toll, wirklich toll. Ich werde gucken, dass ich es konvertiere, heute noch hochlade, heute Nacht, sonst komme ich überhaupt nicht mehr hin. Ich gebe es euch dann in die Gruppe am besten rein, das konvertierte Ding, oder? Ja, mach Ja, mal. oder Coole über Idee. Mail und WeTransfer, wir sehen es ja. Ja. Gut. Ich danke euch, ich habe es sehr genossen. Ich hoffe, für euch war es auch schön. Ja, war eine Freude. Schön, dass wir es heute noch geschafft haben, so spontan einfach. Ja, Stimmt. Schauen wir nette. mal, wann wir das nächste Mal uns treffen, oder? Wie nennen wir denn die Sendung? Männer-Schwurbelrunde oder was? Wie nenne ich das Ding, Neuer Schwabeln. ey? Frühjahrsschwurbeln. Nee, ich glaube, das ist zu abfällig. Frühjahrsschwurbeln. Okay. Na Ja, gut, der dann synchron in die Unschärfe. Synchron in die Unschärfe war Unschärfe. ein roter Faden, Synchronizität war einer. Ah, okay, gut, ich mach erst mal aus, würde ich sagen, ja? Dann können wir noch. Alles klar. Alles Gut, klar. also dann. Tschüssi! Tschüss.